Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Lurch und Lama. Und ich fange an mit dem herzlichen Willkommen an all die Menschen aus der fantastischen Beauty and the Bard Community, die hier dazukommen in großen Mengen. Und ich würde mich gerne bei jedem fürs Abo bedanken, aber es waren ganz schön viele. Danke an Lucas Cunningham fürs neue Abo. Danke an 5 Geschenk-Abos von Njörd. Danke an Theo für sein Abo. Danke an Marco den Reisenden fürs Abo. Ihr seid die coolsten überhaupt. Und davor war noch ein Abo. Es war noch irgendein. Irgendwer hat gesagt, oh mein Gott, 12. Well, du bist jetzt 12 Monate dabei und Abonnent seit stolzen 12 Monaten. Dafür gibt es 2 Daumen nach oben. Wie man sieht, das Beste kommt am Ende. Barden sind dafür bekannt. Also, Revan, danke auch fürs Geschenkabo an Familiennerd. Familiennerd ist auch da. Hallo Familiennerd, freut mich. So, ich freue mich ganz besonders, dass das heute Abend klappt. Dass wir uns hier versammelt haben zu diesem etwas anderen Let's Play. Mit Leuten, die schon ewig kein Pen and Paper mehr gemacht haben oder das regelmäßig machen. Wir haben besondere Gäste hier. Den einen stelle ich kurz vor für die Leute, die sonst nicht bei uns dabei sind. Marianus Grotsche, ein guter Freund von mir seit lange. Sehr lange. Damals. Ich glaube, wir haben letztens festgestellt, dass es 12. Ui, Marco, du hast 1 Million Abos verschenkt. Vielen Dank, dann 10 Stück. Junge! Dankeschön! Marianne, seit 12 Jahren haben wir festgestellt. Ja, so um den Dreh muss das sein. Ja, seit 12 Jahren kennen wir uns. Mariano ist Schauspieler und Musical-Darsteller. Hat gespielt zum Beispiel in Wien bei Bodyguard und ist ansonsten für die Leute, die öfter hier sind, Etriel, danke für 5 Geschenk-Abos. Jetzt geht's aber ab hier. Junge, Junge, Junge. Mariano, bekannt den meisten Leuten für Draxa, den bardisch veranlagten Zwergenbarbaren, der sich in jeder zweiten bis dritten Folge in Rage singt. Als letztes habe ich ihn auf der Bühne gesehen als Balu der Bär im Dschungelbuch-Musical. Es war großartig, ich hatte sehr viel Spaß dabei. So, danke ans Maßgriff dafür 5 Geschenk-Abos und danke an Knurrkater fürs Abo. Meine Herren, heute geht's ab. Und dann habe ich 2 Leute, die die Community, die heute dazukommt, schon sehr gut kennt. Und die Community, die ganz oft hier bei Lurch und Lama ist, schon durch den einen oder anderen Raid kennt. Nämlich The Beauty and the Bard. Ich müsste jetzt fragen, wer von euch... Ist wer? Das darfst du dir aussuchen. Genau, das kann man sich entscheiden auf jeden Fall. Dann seid ihr für mich beides. Oh. Zack, Herzkaries. Danke, dass wir hier sind. Ja. Danke, dass ihr hier seid. Ich bin auf euch aufmerksam geworden durch meine werte Göttergattin Toradot hier, die ein treuer Zuschauer und ich glaube auch Abonnent von euch ist. Wie schön. Und sie sagte, die müssen wir unbedingt mal raiden. Und das haben wir dann gemacht. Und dann habt ihr tolle Lieder über Lurch und Lama gesungen. Das hat mich sehr gefreut. Und da war es naheliegend, euch zu fragen, habt ihr Bock, mal vorbeizukommen? Und die Antwort war ein sehr spontanes Ja. Na klar. Das freut mich. Also willkommen an Adi und Svenja.
Beide haben schon Rollenspiel gemacht. Aber eher Lab. Also ihr seid allseits bekannte Musikanten auf dem Conquest. Genau, und auf ein paar anderen Cons und auf so. Und Locations, ein paar anderen Cons. Ein Hobby sozusagen, neben der Musik, die man als Dienstleistung vielleicht manchmal auch macht, dann auch ein bisschen Leidenschaft in dem. Und es sind auch Vollblutmusiker. Und wir haben die liebe Svenja quasi gerade eben von der Probe gerissen. Die, oh ja. Auch aus einem Theater? Auch aus einem Theater, wo sie gerade probt. Nächste Woche ist im Stadttheater in Darmstadt die Premiere von Saturday Night Fever. Night Fever. Und du bist dabei. In welcher Rolle? In gar keiner. Diesmal stehe ich tatsächlich hinter der Bühne. Ich mache mit dem Regisseur zusammen das Licht. Ah. Mhm. Aber auch cool. Super. Also man hat keine Vorstellung. Ich muss sagen, ich als Darsteller hatte keine Vorstellung. Du machst auch eine ganz andere Perspektive auf das, was da passiert. Ne? Ja. Wer steht auf der Bühne? Tatsächlich in der Hauptrolle der allseits bekannte Alexander Klavs. Dem ein, ich habe manchmal das Gefühl, ein zweites Kreuz gewachsen ist, seit er Tarzan gespielt hat. Hat ja, sich aber das der wieder sieht so ein bisschen zurückentwickelt? Nur noch genauso aus wie früher. Der hat sich überhaupt nicht verändert. Eine Bekannte von mir hat bei Tarzan mitgespielt und die hat irgendwann ein Foto mir geschickt von ihrem Kreuz und die hat so ein richtiges V von diesem Rumgeschwinge bekommen. Das muss ziemlich krass gewesen sein für alle Beteiligten. Also, wenn ihr hier in der Nähe wohnt, dann geht doch ab nächste Woche ins Staatstheater in Darmstadt. Wir spielen einige Male bis Juni. Bis Juni, Leute. Jo. Saturday Night Fever. Packt eure Schlaghosen aus. Werft euch in den Glitzerfummel und genießt das Disco-Leben. So. Ich fand das war hinreichend Werbung. Sehr gute Werbung. Heute Abend machen wir Rollenspiel und wir haben uns dafür entschieden, D&D zu spielen. Keins von den gewöhnlichen D&D-Settings, das man immer kennt, sondern wir benutzen einfach D&D-Charaktere und machen Homebrew-Zeugs. Also ist ja wie eh jetzt für den einen Abend und dementsprechend improvisieren wir wild. Und da ich drei professionelle Musiker und Darsteller gerade vor mir sitzen habe. Also mit Lunchen 4 hier. Ja. Genau. Die spielt ja auch neuerdings Piano. Die hat tatsächlich eben Piano gespielt in der Vorbereitung. Es war, klang ein bisschen nach Schönberg. So. Sie ist eher im Jazz. Ja, ist halt eher Jazz. Ja, Free-Jazz-Katze. Eine klassische Free-Jazz-Katze. Wer kennt sie nicht? Übrigens heute das erste Mal im neuen Lurch und Lama Studio. Samstag renoviert, jetzt mit dieser. Ist die nicht fancy? Ich finde die super. Ah, das ist. Oh Gott, das ist ja gar nicht eine Lampe. Die ist mega. Das ist ja cool. Das ist eine Lampe. Und ich bin sehr stolz darauf. Das haben wir alles im Stream live renoviert. Am Samstag. Und ich bin sehr stolz auf dieses wunderschöne neue Studio. Vielen Dank an die Community, die das alles finanziert hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, das zu machen. Deswegen sage ich immer die beste Community der Welt, weil die uns sowas ermöglichen. Um den zweiten Platz streiten sich ganz viele Communities. Also sind viele Leute auf dem zweiten Platz. Die Beauty and the Bard Community ist auch so dicht natürlich auf Platz 2 hinter der Lurch und Lama Community. So. Ihr habt auch schon Rollenspiel gemacht, habt ihr gesagt, ihr beide, von Beauty and the Bard. Aber es ist zum Teil viele Jahre her. Noch nie D&D oder vor 100 Jahren D&D. Genau. Mariano hat auch noch nie D&D gespielt. Du spielst Pathfinder. Das heißt, das ist das komplexere D&D. Das hat mehr Regeln als D&D, die fünfte Edition. D&D
Dieser sollte einfach. Das ja kein Problem werden. Ich wollte gerade sagen, dann sollte das ja hinhauen. Also, im Prinzip ist es ziemlich simpel, was ihr machen müsst. Wenn ihr eine Probe würfelt, also ich euch sage, dass ihr eine Probe würfeln sollt, dann würfelt ihr einen W20 und addiert das da drauf, was dahinter steht. Wenn ihr eine Attributsprobe macht, also eine Probe auf Stärke oder Geschicklichkeit oder was auch immer, dann steht dahinter ein Modifikator, beziehungsweise darüber, das ist dieses Plus oder Minus, was auf dem Charakterbogen steht. Wenn da plus 2 steht, würfelt ihr einen 20-Seiter plus 2 gegen einen Mindestwert. Wenn ihr gleich oder drüber seid, habt ihr es geschafft. Wenn ihr drunter seid, habt ihr es nicht geschafft. So einfach ist es. Moment mal, das heißt, je höher ich werfe, desto besser? Ja, es ist anders als bei DSA. Du musst hochwürfeln. Das heißt, eine 20 heißt nicht verkackt? Eine 20 wird normalerweise gutiert mit Natural 20. Und das heißt, das ist nicht, das ist sogar ein kritischer Erfolg. Dann passieren gern Dinge. Also wir freuen uns über eine 20, wir sagen Schummelbude und Buh gegen eine 1. Exakt. Okay. So sieht's aus. Die Mindestwürfe sind meist so zwischen 15 und 20. Die Charaktere sind alle Stufe 3. Bei den Fertigkeiten ganz genauso. Ihr seht die Fertigkeiten da schon eingetragen. Ihr würfelt auch einfach ein W20 plus den Wert, der da steht, gegen einen Mindestwurf. Tada, fertig. Initiative ist W20 plus den Wert, der bei Initiative steht. Das zieht sich so durch. Ihr bemerkt ein Muster. Es ist immer W20 plus das, was da drauf steht. Zack, fertig. Zack, so. Fertig. Zack, fertig. Alles ganz einfach. Wenn irgendwas nicht durch die Regeln, die da drauf steht, abgedeckt ist, dann improvisieren wir das ab. Und tun einfach so, als würde es eine Regel geben, die wir benutzen. Ob es die dann gibt, who cares? Aber warum kannst du keine Diebessprache? Was bist du denn nur für ein Lappen? Ich weiß, ich bin nur für Ablenkung gut, richtig. Ja, gut. Wir merken, die Charaktere grooven sich schon ein. Ich beschreibe euch kurz, also nicht nur den Spielern hier, sondern auch euch da draußen, wie die Grundsituation ist, in der wir spielen. Wir spielen in dem Land Markowitsch, ein Grenzland, das direkt an den Bergen liegt. Und dort herrschte seit 25 Jahren durchgängig Krieg. Und nicht nur das, es herrschte Hungersnot, es herrschten fiese Krankheiten, Pestilenzen, die über das Land gingen. Und in dieser Atmosphäre hat man die letzten 25 Jahre gelebt. Es gab nämlich in diesem Land mehrere Könige, die sich darum gestritten haben, wer der wirkliche König ist. Also der Hochadel nach dem Tod des letzten Königs stritt sich darum, wer den neuen König stellen darf. Und man weiß, wenn die Großen sich streiten, dann freuen sich nicht die Dritten, sondern das Volk leidet dann. So, denn die Soldaten und Söldner müssen ernährt werden. Und das passiert nicht, indem sie eben zum nächsten Kaufmann gehen und zu einem fairen Preis das Essen des Kaufmanns einkaufen und wieder gehen, wenn man sich nicht auf den Preis einigen kann. Sondern das sieht immer so aus, dass die Soldaten kommen und sich nehmen, was sie möchten. Und besonders schlimm war das deswegen, weil die Fronten in diesem Krieg immer hin und her gewogt sind. Das heißt, es kam immer irgendeine andere Armee und hat sich genommen, was sie brauchte. Dann kam die nächste Armee und nahm sich die Reste. Und dann kam die nächste Armee und nahm sich die Reste davon, bis tatsächlich einfach auch kaum noch was übrig war. Das heißt, Markowitsch ist ein Land, das in den letzten 25 Jahren deutlich an Bevölkerung abgenommen hat. Es gibt nur noch ungefähr ein Drittel der Leute, die da mal gelebt haben. Der Rest ist
Hungersnöten, Krankheit oder dem Krieg selber zum Opfer gefallen. Mit den Jahren war es so, dass immer mehr von diesem Hochadel gefallen sind. Das heißt, es wurden Attentäter ausgesandt, die den einen Hochadeligen getötet haben. Dann gab es furchtbare Rache und es wurde jemand zurückgeschickt, um jemand von der anderen Familie zu töten. So wie das halt so ist. Und jetzt ist keiner mehr übrig. Also die hochadeligen Familien, die dafür gesorgt haben, dass es zu diesem Krieg überhaupt kam, die sind weg. Alle. Es gibt noch ein paar Barone, die haben aber kein großes Interesse daran, noch groß Krieg zu führen, sondern haben so ihre kleine Baronie. Das ist in Ordnung. Der Krieg hat genug gekostet, als dass sie noch Lust hätten, weiter Krieg zu führen. Es gab nie einen Frieden. Also nie haben sich reiche Leute hingesetzt an einen großen Tisch in einem hübschen Raum, haben darüber verhandelt, was passiert nach dem Krieg und dass man sich darauf einigt. Der Krieg hörte einfach auf. Und es gab niemanden mehr, der die Söldner bezahlt hat. Das führte dann noch 5-6 Jahre dazu, dass die Söldner sich selbst geholt haben, was sie haben wollten. Und dann haben sie gemerkt, in diesem Land gibt es nicht mehr. Also sind sie abgezogen. Die großen Söldnerheere haben sich aufgelöst und niemand war mehr da, um Krieg zu führen. Die Generäle sind gegangen, dann sind die Hauptleute gegangen und am Ende standen die Soldaten da und haben sich gesagt, was machen wir hier überhaupt? Und sind auch gegangen. Und so auch die Soldaten, denen ihr immer gefolgt seid. Ihr seid im Tross eines Landsknechtshaufens gewesen. Eines relativ berüchtigten Haufens, der sehr hart durchgegriffen hat. Und deswegen dachtet ihr euch, oh, wenn wir denen folgen, dann fällt am meisten für uns ab. Und vor allen Dingen sind wir dann nicht auf der anderen Seite. Also wir sind da, wo der härteste Landsknechthaufen ist. Und dem folgen wir einfach im Tross. Ihr seid der Teil des Trosses gewesen, der für die Unterhaltung da war. Das heißt, in eurem Bereich waren Jongleure, Schauspieler, Musiker, Huren. Das war so der Teil, mit dem ihr unterwegs gewesen seid. Ihr wart dafür da, dass die Moral stimmt. Das war immer eure Aufgabe. Und dann waren sie weg. Dann waren erst die Hauptleute weg, die Soldaten weg und am Ende war auch der Tross weg. Das heißt, niemand da, der euch unterhalten konnte. Also habt ihr drei euch gedacht, komm, bleiben wir zusammen. Wir kommen irgendwie zurecht. Zwei Gaukler und jemand, der sich darauf spezialisiert hat, Dinge zu beschaffen, woher auch immer. Und so zieht ihr durch die Lande, tut das jetzt schon seit einigen Wochen und seit anderthalb Wochen ungefähr, merkt ihr, boah, die Rationen werden ziemlich mau. Ihr habt echt nicht mehr viel zu essen, die Dörfer, in die ihr gekommen seid, die haben sich zwar darüber gefreut, wenn ihr Musik gemacht habt, aber sie hatten selber nicht wirklich viel, konnten euch also nichts abgeben, außer mal einen Kantenbrot oder sowas. Eure Geldkatzen sind so leer wie eure Mägen und ihr habt das Gefühl, dass ihr keine Trommeln braucht, weil das Knurren eurer Mägen gibt ehrlich gesagt den Rhythmus der Musik vor, zu der ihr aufspielt. Ihr seid unterwegs auf einer staubigen Landstraße. Gott sei Dank ist das Wetter euch im Moment einigermaßen hold. Das heißt, die Sonne scheint, ohne dass es viel zu warm ist. Es ist Frühling und es hat seit 4 Tagen nicht mehr geregnet. Eure Sachen sind einigermaßen trocken. Und ihr merkt, dass die Löcher in den Sohlen eurer Stiefel gar nicht mehr so schlimm
Nerven wie sonst. Und so erreicht euch Kunde, dass in einer Burg in der Nähe, die auf den Namen Burg Falkenstein hört, der ortsansässige Baron Jaromir von Falkenstein zu einem Fest geladen hat. Er und seine Frau Svetlana, Baronin von Falkenstein, sind die Herren einer kleinen Burg und der umliegenden Länder. Und sie möchten den Frühling feiern. Den Frühling als Neuanfang für die Zeit nach dem Krieg. Sie haben deswegen aufgerufen, dass alle Barden, die den Ruf hören, ihm folgen mögen, um dort im Wettstreit der Barden miteinander zu kämpfen. Und die Bardentruppe, die gewinnt, soll ein Jahr lang in Lohn und Brot der Familie von Falkenstein stehen und die Bevölkerung in der ganzen Baronie erfreuen. Und ein Jahr lang bekommt ihr eine Unterkunft, bekommt zu essen und ihr bekommt 5 Silberstücke pro Woche und Person, wenn ihr denn gewinnt. Ihr steht vor so einem schwarzen Brett, wo dieser Zettel dran hängt, gerade nebeneinander. Was sehen denn unsere Zuschauer für Leute vor diesem schwarzen Brett stehen, die sich das gerade anschauen? Also einmal sehen sie auf jeden Fall mich. Einen stattlichen, naja, vielleicht nicht ganz so stattlich, einen Zwergenbarden, und zwar mit Namen Birok Dunkelherr. Wie sieht Birok aus? Ah ja, also für einen Zwerg ist er nicht ganz so imposant, wie man sich das vielleicht vorstellt oder vielleicht schon mal gehört hat von so kräftigen Zwergenkriegern. Er ist eher ein Zwerg, etwas schmächtig, was nicht unbedingt heißt, dass er aussieht wie ein Halbling. Nein. Ach, ganz weit entfernt. Aber er trägt einen modischen roten Bart. Hat seine Haare zu mehreren Zöpfen zusammengebunden und trägt das Haar ansonsten, also mal abgesehen von den Zöpfen, die er an den Seiten hat, trägt er es nach hinten hin offen. Mhm. An der Seite von B-Rock steht wer? Ja, das bin ja wohl ich. Ich bin die Lyra und ich bin ein Gnom. Ja, aber so klein bin ich gar nicht, ja, verglichen mit B-Rock. ja, und ansonsten sehe ich halt sehr gnomisch aus. Also nichts Besonderes und ganz besonders unauffällig. Leute können sich aus irgendwelchen Gründen immer mein Gesicht nicht merken. Ja, mhm. Wenn jemand fragt, wie hat derjenige ausgesehen, haben gesagt, ja, der war halt so groß. Hatte halt so schwarz-blonde Haare und so groß. Genau. Also so ungefähr genau, so breit. Ja, genau. Hell-dunkle Haare und irgendwo zwischen 20 und 40. Ja, ihr habt mich alle offensichtlich schon mal gesehen. Seht ihr? Ganz klar. Ja, und das da, sag du. Ja, ich bin der Logo. Hatte viel Zeit zum Üben, denn ich bin ein Drow, der diese ganze Sache mit dem Matriarchat nicht mehr ertragen hat und der sich deshalb sehr viele sehr, sehr bunte Klamotten angezogen hat, die Welt rausgezogen ist und ein ganz anderes Leben führt. Deshalb trage ich immer einen ziemlich großen Hut und ich lebe getreu nach dem Motto als Bade, ich bin viel zu schön für diesen Scheiß. Sehr schön. Bei all diesem Krieg und Hunger, das ist... Ja, du bist, das ist nicht okay, dass jemand, der so schön ist wie du, in Matsch leben muss. Ja, richtig. Ist einfach das ist, nicht okay. Das Leben sollte mir gefälligst, es sollte gefälligst aus Zubern und Spaß und Musik bestehen. Deshalb erhoffe ich mir jetzt natürlich viel von dem Ausgang an der Tafel und viel von dem Fest, denn die letzten 25 Jahre waren natürlich, wenngleich auch im Hinblick auf meine gesamte Lebensspanne, vielleicht eine absolute Katastrophe. Genau. Ja,
Bestechen tut er natürlich durch seine komplett schwarze Haut und seine schneeweißen Haare. Die, und seine spitzen Ohren. Und seine spitzen Ohren. Die viel länger sind als meine, ich bin immer sehr neidisch. Kleinen Hörnchen, die er noch hat, als Drow. Liz Füchsin, Adi, ist ein Drow. Ein Dunkelelf, sozusagen. Ein Kitsch-Drow. Ja, ganz genau. Mit Blumen in den weißen Haaren. Ein Kitsch-Drow. Mit bunten Klamotten und Blumen in den weißen Haaren, genau. Ja. übrigens wird gerade gefragt, ob man, wenn man auf einem Gnom sitzt, eine ergonomische Sitzunterlage hat. Ich weiß genau, wer das gefragt hat, ja. Das war schwarzes, schwarzer Strickpullover, war das. Aha! Also, ja? Man ausnahmsweise nicht der Hochadel Balündes, ja? Nee, aber hier werden schon Wortspiele hin und her geworfen. Sehr gut, da haben sich ein paar gefunden. Ja. Gut, ihr steht also vor diesem schwarzen Brett, wo dieser Zettel so ein bisschen windschief dranhängt und liest diese Nachricht. Oder? Also, Lyra, Lyra, was sagt ihr? Es hört sich doch sehr ordentlich an. Ich sag endlich etwas Hoffnung. Endlich etwas Hoffnung auch auf vielleicht auch ein bisschen andere Gesellschaft am Ende des Tages. Bla, willst du uns etwa loswerden? Wie andere Gesellschaft? Also entweder gewinnen wir das zusammen oder gar nicht, mein Freund. Ja, ist ja gut. Ich sehe es ja ein. Wir machen das. Kannst das ja mal alleine probieren. Ich denke auch, wir drei haben eigentlich eine recht gute Chance. Ja, guck dir die ganzen anderen Lappen mal um uns rum an, wie das tut. Das Gute ist, die meisten haben es ja gar nicht geschafft. Ich meine, ja, das ist. Neben dir. Wer kommt da schon noch? Ja. Guckt so ein Händler, der so eine Keeper auf dem Rücken hat. Hä? Lappen? Ihr wollt Lappen kaufen? Ich hab Lappen. Hab Dank, guter Mann. Ihr habt uns falsch verstanden. Also, ich könnte einen Lappen gut gebrauchen. Nein. Also, ich meine. Keine Lappen. Nein, wir haben kein Geld für den Lappen. Wir haben nicht so viel Geld. Keine Lappen. Ob ich dem vielleicht so einen Lappen aus seinem Ranzen ziehen kann, wenn der sich wegdreht. Wir könnten ja den Aushang auch mitnehmen. Das ist eine gute Idee. Wir nehmen den einfach mit und dann kann kein anderer merken. Das ist so schlau. Bobby Rock, ohne dich, da wären wir verloren. Da wäre ich nie drauf gekommen. Weißt du. War viel zu hungrig dafür. Wahnsinn. Ja, das aber trotz alledem hätte ich Interesse an so einem Lappen. Also nicht. Ja. Wir könnten die auch einfach in eine andere Burg schicken. Willst du einen neuen Zettel schreiben? Ihr habt kein Papier und Feder und so. Lass uns einfach den Zettel mitnehmen, dann sieht es kein anderer aus. Okay, na gut. Das letzte Stück Pergament, nachdem ihr herausgefunden habt, dass das aus Tierhäuten gemacht wird, habt ihr klein geschnitten und eine Suppe draus gekocht. Ist der Mann mit den Lappen noch da? Der Mann mit den Lappen ist noch da und dreht sich halt jetzt weg, um irgendwie weiter den Weg entlang zu gehen. Möchtest du wirklich einen Lappen haben? Schon gerne. Möchtest du einen Lappen haben? Wann hatte ich das letzte Mal einen frischen Lappen? Ich kann dir einen frischen Lappen besorgen, kein Problem. Jetzt. Ja, ach komm, wenn er eh gerade weggeht, dann kann ich bestimmt so ein kleines Läppchen aus seinem Ranzen ziehen, der oder? Sehr aufmerksam. Du kannst tatsächlich nicht. Du kannst eine Probe auf Heimlichkeit machen. Das könnte jetzt schon endgültig schief gehen. Das war's dann mit unserem. Okay, ja, aber nee, also so ein Lappen, jeder will so einen Lappen haben. Du musst ja auch ein bisschen üben. Lappen sind halt auch einfach wichtig. Ja, eben. Du wirst wohl kaum gehängt, weil du einen Lappen geklaut hast. Also der Punkt ist, ihr habt ja eigentlich ein gutes Teamwork untereinander. Zwei Gaukler und ein Schurke. Du weißt selber, dass wenn die Gaukler etwas tun, was denjenigen ablenkt, dann könntest du mit Vorteil würfeln. Dann ist das für dich deutlich leichter. Ja, dann müsst ihr einfach mal ein bisschen los. Wenn ihr einen Lappen haben wollt, dann tut jetzt mal was. Lugo? Hat jemand, ja, wir schaffen es. Wie damals, als wir kurz vorm Verhungern waren. Los, spiel was. Ich klaue diesen Lappen. Pergament besorgt. Kannst du einen W6 dazu würfeln? Ja, kann ich. Durch die bardische Inspiration, die dir jetzt angetan wird. Lugo holt seine Laute heraus. Jetzt drückt mir die Daumen. Ich zieh da 30 Lappen raus. Was hast du? Hast du jetzt eine 20 gewürfelt? Ja. Du hast eine Natural 20 gewürfelt. Ja, alles klar. Warte, ich bin bei 27. Das ist eine Menge. Also, außer dem Lappen, der Mann ist so abgelenkt. Ist gut. Ist gut. Ist gut.
Wir haben den Lappen. Reicht. Ja, du erwischt zwei Stücke Stoff da drin. Das eine ist der von dir gewünschte Lappen. Das andere ist, und du hast bei dem Wurf nicht nur irgendeinen Lappen, sondern einen sehr flauschigen Lappen. Flauschig, Premium-Lappen. Saugfähig und so groß. So ein richtig schöner, der riecht auch gut. Dass es sowas dieser Tage überhaupt noch gibt. Wahrscheinlich hatte der vor einer Woche oder sowas Parfum oder Rosenwasser verkauft. Und das war in diesem Lappen eingewickelt. Das heißt, der Lappen riecht jetzt auch noch nach Rosenwasser. Das zweite, was du erwischt hast, ist ein Beutel, den er in seiner Kiepe hat. Und du machst das so schnell und so geschickt, während Lugo den Mann ablenkt, dass du den irgendwo in den Taschen, die du an deinem Körper hast, schwupp, ist der Beutel verschwunden und ihr macht euch von dannen. Du merkst, dass nachdem der Mann weg ist und du in den Beutel hineinschaust, dass du einen Ring da drin gefunden hast, mit einem grünen Stein drauf und zwei Handvoll mit Silberstücken. Ja, Mensch, guck mal, Lugo, hier ist dein Lappen. Das ist ja Moment mal. So haben wir aber nicht gewettet. Hey, was denn? Hier ist dein Lappen. Oh, er ist so flauschig. Ich fühle mal, wie flauschig er ist. Guck mal, wie ich gut glaube, der riecht. Boah, Leute, damit gewinnen wir das auf jeden Fall. Wir riechen. Riecht mal. Ich bin nur für dich. Da, darfst du haben. Wir werden uns nicht widerstehen können. Alle, die sonst dahin kommen, die werden bestimmt stinken wie die Sackschnappbeeren. Und wir haben diesen Lappen hier. Ich meine. Ich schenke ihn dir. Du darfst ihn haben. Das ist wirklich großartig. Ja. Danke. Was war denn das Zweite, was du da rausgezogen hast? Ich habe überhaupt nichts Zweites rausgezogen. Ah. Tatsächlich mit einer Natural 20 habt sogar ihr nicht gesehen, was du da. Also, nein, immerhin, du hast einen schönen Lappen hast du. Das bleibt komplett dem Rest der Welt verborgen. Okay. Mal gucken. Mir war so, aber Abend, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Vielleicht gebe ich heute Abend auch noch einen aus, Jungs. Bisher konntet ihr euch eigentlich immer darauf verlassen, dass ihr zumindest Dinge in Form von Essen abbekommt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja nicht geizig, nur schlau. So macht ihr euch auf den Weg nach Burg Falkenstein. Noch einen halben Tag seid ihr. Ja, laufen ist wichtig. Sowas wie Pferde gibt es nur noch sehr selten hier. Denn da, wo es Hungersnöte gegeben hat, sind Pferde extrem selten geworden. Kannst du mich ein bisschen tragen, Lugo? Ich habe so kurze Beine. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe dir auch Lappen geklaut. Wir können das mal probieren. Ja, wir können das versuchen. Nee, das ist peinlich. Ich glaube, ich möchte nicht Huckepack von dir getragen werden. Okay, ich lauf. Okay. Auf meine Schulter. Einen halben Tag später kommt ihr in einen Bereich, wo ihr mehrere Bauernhöfe, kleine Seen zuerst. Der staubige Weg führt weiter entlang an diesen Bauernhöfen. Und dann seht ihr so ein Stückchen erhöht eine stattliche Burg mit vielen Türmen, alle gedeckt mit roten, spitzen Dächern. Und was besonders auffällt, ist, dass der Weg zu dieser Burg eine sehr lange Brücke ist. Das heißt, eine lange, lange, lange Brücke, wo ihr seht, dass zwischendurch immer wieder Teile aus Holz sind. Vielleicht ist das der Grund, warum diese Burg mitten in einem See noch steht und nicht dem Krieg zum Opfer gefallen ist, dass sie extrem gut zu verteidigen ist. Sieht aber sehr vielversprechend aus. Ich glaube, ist aber eine ganz schön lange Brücke. Ja, aber schau dir nur die Burg an, wie gut sie erhalten ist. Das stimmt. So eine Burg habe ich schon lange gesehen. Wenn wir irgendwo noch irgendwelche Anschläge sehen, nehmen wir die auf jeden Fall auch mit. Also vielleicht haben die Wild da drin. Gute Idee. Wild? Oh, ja. Könnte mir vorstellen, dass sie viel Fisch essen. Ja, von Wasser umgeben. Oh. Yay. Bin gespannt. Eine kleine Tradition bei Lurch und Lama. Wenn jemand Trinket auf Trinket für Kanalpunkte gibt, dann müssen wir alle einen Schluck trinken. Trinket auf Trinket. Trinket auf Trinket. Ja, schlecht vorbereitet, der Lugo. Schlecht vorbereitet. Oh mein Gott, der ist so arm, der hat nicht mal was zu trinken. Aber einen wirklich flauschigen Lappen. Aber einen wirklich flauschigen Lappen? Nein, du willst es nicht trinken.
Meins? Ich reiche dir was von mir. Na gut. Er läuft weg, also. Ach, das ist wirklich traurig. Dann trinke ich halt wieder aus der Pfütze. ist das köstlich. Und man merkt an dieser Pfütze, dass maximal 10 Leute sich drin gewaschen haben. Also mehr waren das nicht. Auf gar keinen Fall. Das ist also eine 1A-Pfütze. Ich glaube, ich habe in der Pfütze noch mehr. Ja, das schmeckt auf jeden Fall. Ja, als wäre es da drin voll. Ja, ja. Für ja. Publikum, das wird gut. Ihr geht den langen Weg über die Brücke und seid dabei nicht alleine. Die letzte Zeit seid ihr sehr viel alleine gewandert. Und jetzt über die Brücke ist der Weg gesäumt von Händlern. Ihr seht, dass links und rechts auf der Brücke die Leute ihre kleinen Stände aufgebaut haben. Meistens bloß zwei so Böcke, auf die sie Bretter gelegt haben. Da haben sie so ein bisschen ihre Ware angeboten. Ein Fischhändler, der dort seine Fische feil bietet. Geräucherte Fische. Das heißt, er hat neben seinem Stand einen kleinen Räucherofen, wo Forellen drin hängen. Ihr seht einen Stand, der sehr reich ist. Da steht tatsächlich auch eine Wache daneben. Und das ist jemand, der aus einem fernen Reich zu kommen scheint. Denn auf dem Brett vor ihm sind so Säckchen mit Gewürzen und Tees. Den Stand würde ich mir gerne mal genauer ansehen. Ja. Also ich bin ja mehr für den Fisch, Leute. Ja, jetzt hast du gerade einen Lappen bekommen, der nach Lavendel riecht und jetzt willst du nach Fisch stinken? Ja, wir können doch nicht heute Abend mit deren Magen singen. Willst du etwa nur Gewürze futtern? Hier gibt es bestimmt auch irgendwas anderes Schönes als Fisch. Aber lass uns erstmal nach den Gewürzen sehen. Mehr Zutaten und mehr später noch. Ich will nur sehen, was der Gewürzhändler sonst noch alles dabei hat. Na, wir können ja mal gucken. Okay, in Ordnung, ja. Der Mann sieht schon grimmig aus, die Wache. Die Wache sieht ziemlich grimmig aus, trägt so einen Krummsäbel an seiner Seite, hat eine Schuppenrüstung an und schaut euch mürrisch an. Was den Blick von ihm noch durchdringender macht, ist, dass er trotz seiner karamellfarbenen Haut hellblaue Augen hat, aus denen er euch anschaut. Aber direkt dahinter steht eine Frau mit sehr, sehr bunten Gewändern, mit einem so einer Art Turban auf, hat goldene Ohrringe, Tätowierungen im Gesicht und auf den Händen. Und begrüßt euch mit, Reisende, die gekommen sind, um meine Gewürze zu bewundern. Kommt näher, schaut. Einen wunderschönen guten Tag, schöne Frau. Was für wundervollen Körperschmuck ihr tragt. Und vielen Dank. Aber für einen Zwerg seht ihr auch gar nicht schlecht aus. Nun, vielen Dank. Aber mit eurer Schönheit kann ich mich nicht messen. Doch, wirklich. Das stimmt. Und lacht dir entgegen. Was darf's denn sein? Also... Was könnt ihr euch überhaupt leisten? Nun, ich habe hier Salz, feinsten Pfeffer. Ich habe schwarzen Pfeffer, roten und weißen. Ich habe eine Currymischung von fernen Landen. Ich habe sogar ein wenig Safran dabei. Ich wusste es, Safran, ja. Katsching, es ist immer katsching, Safran. Katsching. Ich habe grünen Tee, verschiedene Schwarztees. Ich habe gewürzte Rosenblätter. Alles, was das Herz begehrt. Gute Dame, habt ihr vielleicht auch erlesene Süßholzwurzel da? Selbstverständlich. Ist gut für die Stimme. Süßholzwurzel also... und Candies. Was für den süßen Zahn. Ich gehe mal so ein bisschen entspannt um diesen Laden rum. Und check eher so aus, was da so neben den Gewürzen noch so unter Umständen da so rumliegt. Also vielleicht so eine Geldbörse oder... Also
So doof ist sie nicht. Also es liegt keine Geldbörse rum. Du siehst, dass hinter den Säckchen hat sie so eine Kiste, so ein Kistchen vor sich stehen, das allerdings verschlossen ist. Ja, und du direkt nimmst, dass vor sie ihr darin direkt, und dann diese Wache. Ja. Ja, ein Kopf kürzer wollte ich eigentlich nicht werden. Nicht für Safran, ganz ehrlich. Also nee. Er schaut dich, er achtet mehr auf dich als auf die beiden anderen. Noch nie einen Gnom gesehen, oder was? Kommt so ein leichtes, schiefes Grinsen von ihm mehr nicht. Hm. Ich spreche direkt an. Freund Säbelträger! Woher kommt ihr? Zeigt den Weg entlang. Von da. Ja, okay. Ja, faszinierende blaue Augen, das sagt. Er guckt dich jetzt an. Entschuldigung, also ihr habt nichts dagegen, aber passt nicht. Ach, ihr missversteht mich. Zwerge sind nicht meine Zielgruppe. Nein, ihr habt mich missverstanden. Ich erfreue mich nur an den Schönheiten dieser Welt. Und wenn so etwas Außergewöhnliches wie eure Augenfarbe zu sehen ist, dann erfreut es mein Herr. Ich flüster der Händlerin was zu. Ja. Sag mal, gute Dame, wisst ihr, wer das da drüben ist? Der Zwerg, meine ich. Seht mal. Nicht wirklich. Ich verrate es euch, in Ordnung. Also, das ist komplett gratis. Ich bin auf der Reise durch die Dörfer, habe ich schon sehr viel gehört. Die Leute reden von nichts anderem quasi. Dass B-Rock, der Zwerg, heute Abend aufspielen wird und mit seiner Goldkehle hier Lieder darbieten wird. Es ist unglaublich. Habt ihr noch nicht von dem gehört? Nicht wirklich, aber ich bin auch nicht von hier. Ah, das erklärt es natürlich, ja. Also ich sag euch, das ist der beste Bade, den ihr jemals irgendwo hören werdet, mit Sicherheit. Das ist Wahnsinn. Also, ich kann euch nur raten, werdet ihr denn beim Fest zugegen sein? Natürlich. Ah. Wenn ihr Glück habt, dann sind wir da. Feste gab es nicht so viele in letzter Zeit. Das verstehe ich, ja. Na, vielleicht haben wir ja Glück und er bietet uns vorher was da. Ich habe nämlich gehört, er hat ein kleines Laster, der Zwerg, ja. Und zwar? Ja, ja. Männer mit blauen Augen? Ganz genau. Wenn er Männer mit blauen Augen sieht, dann ist es um ihn geschehen. Dann ist wirklich, also, dann ist er nicht mehr er selbst. Dann kann es passieren, dass er den Abend auch nicht mehr auftreten wird und auch nicht mehr, dann ist er verschwunden, wisst ihr? Deshalb, ich wünsche mir so sehr, dass er jetzt hier vielleicht was singen würde. Ich meine... Herr Zwerg! Ja? Ihr seid Musiker? Das kann man so sagen. Nun, wenn ihr ein Lied zum Besten gibt, das ihn zum Lächeln bringt, dann bekommt ihr alle eine Portion Süßholz von mir. Kostenlos. So, B-Rock, jetzt streng dich mal ein bisschen an. Ja, ich würde vielleicht etwas zum Besten geben, aber ich weiß nicht, ob es ihn zum Lächeln bringt oder nur in Träume versetzt. Wir werden sehen. Naja, einschlafen soll er nicht, er ist unsere Wache. Aber ja, manchmal eher er so ein Balladenbade, ja. Er entscheidet, ob ihr etwas bekommt. Gut. Und er steht vor dir. Ihr seht mir aus, als wärt ihr weit gereist, Freund Säbelträger. Vielleicht habt ihr diese Sprache ja schon einmal gehört. Airisasuni disi Sasuhera duda Zuma habhebdidu Zuma heri lezidu Zubu klubu dum komio mio idi Ins frina abwandu In wahavigandu
Invahariga. Ich habe mal tatsächlich wunderbar. Für dich... Wunderbar, bravo, Applaus. Seht da, B-Rock. Ich habe tatsächlich für dich eine Probe gewürfelt gerade, während du gesungen hast. Und du wirst dich freuen, dass das die zweite Natural 20 an einem Tag war. Wir sind das Badentrio, ne? Keine Schummelbude. Wir können nur gewinnen heute Abend. Tatsächlich, oder wir verbrauchen jetzt unser Glück. Aber wahrscheinlich kann man es nicht lesen. Aber es war tatsächlich die zweite. Er lächelt nicht. Aber du siehst, wie als du fertig bist, eine Träne sein Gericht runterläuft und er einen Schritt nach vorne macht und dich einfach in den Arm nimmt. Es ist wieder soweit. Ja. Wir haben es doch gesagt. Auf die Schulter klopft. Und, ihr seid aber kräftig. Hm. So, was kriegen wir jetzt? Tatsächlich schaut die Händlerin sehr überrascht, als wäre etwas passiert, womit sie nicht gerechnet hat. Sie war sich ihrer Sache sehr, sehr sicher. Nichtsdestotrotz nimmt sie ein Säckchen mit mehreren Stücken Süßholz, also wirklich eine anständige Portion, und reicht euch rein. Niemand soll sagen, dass ich eine Lügnerin bin. Hab Dank. Danke. Hab Dank, und ich nehme ihre Hand und gebe ihr einen Handkuss. Mm. So ein Süßholzraspler, naja. So schön ist sie jetzt auch nicht. Ja. Wollt ihr jetzt was haben oder nicht? Ja, lass uns weitergehen. Wir sagen Danke und winken. Danke. Bis heute Abend, gehabt euch wohl. Ja, unsere Stimmen heute Abend beim Wettbewerb sind euch gewiss. Mhm. Umschmeichelt von Süßholz. Ihr geht die Brücke weiter entlang und tatsächlich kommt ihr an etwas zu essen vorbei, was nicht nach Fisch riecht. Ein Bäcker hat einen Stand aufgemacht und ihr seht, dass er diverse in Brot eingebackene Dinge hat oder Kuchen. Ihr seht, dass er Brote hat, wo er Käse drin eingebacken hat oder mit Speck und Käse, Zwiebelbrot. Tatsächlich auch Candies Gewürzbrot. Boah, ich will Käse. Das ist alles nichts für mich. Ich will den Fisch. Du kriegst den Fisch nicht. Das Gluten ist nicht gut für meine Figur. Fisch nicht. Du hast jetzt die Wahl. Du kriegst entweder ein Brot mit Käse oder du hast halt Hunger. Also okay. Ich hätte schon ganz schön viel Lust auf so ein richtig tolles Brot frisch mit so einem Käsespeck. Käsespeck und Zwiebeln. Entschuldigst du aus der Seele. Komm, pass auf. Machen wir es so, B-Rock. Ich habe vielleicht unter Umständen ein ganz kleines bisschen Glück gehabt und ich will mein Glück ja immer mit euch teilen und ich lade dich auf eins ein. Und Lugo? Ja? Du kannst entweder Hunger haben oder auch eins bekommen. Aber Fisch kriegst du nicht. Dann nehme ich auch eins. Ich krieg immer einen Ausschlag von Brot. Den sieht man zum Glück ja nicht. Ach Mensch, du kannst, also du, ich habe dir vorhin einen Lappen geklaut. Ich möchte nicht, dass du nach Fisch stinkst. Bäh. Rosenwasser und Fisch, welch erlesende Düfte. Nein. Wer kann uns da wieder stehen heute Abend? Möchtest du irgendwas? Guck mal, du kannst auch dieses süße Brot haben mit Candies und Puderzucker. Und dann kommt da Süßholz rein. Meinetwegen. Na gut. Okay, ich frage die Tante mal, was das kostet. Hey, werte Dame, was kostet denn eins von diesen edlen, großartigen und wahrscheinlich ziemlich köstlichen Broten? Es sind die besten Brote, die ihr auf dieser Brücke kaufen könnt. Das glaube ich Ihnen, sofort. Ja. 2 Kupfer möchte ich für eines der Brote haben. 2 Kupfer Halsabschneiderei! Das glaube ich ja wohl nicht. Dafür könnte ich ja meine Mutter verkaufen für 2 Kupfer. 1,5 Kupfer. Aber eure Mutter will ich gar nicht haben.
Ich habe sie doch noch gar nicht gesehen. Aber ich habe doch, ach Mist, das mit den Frauen und Kindern zieht nicht hier. Ach, na gut. Das heißt Mann und Kinder. Ich habe Mann und Kinder, die ich versorgen muss. Nein, ich habe die beiden hier, die ich immer durchziehen muss. Gucken Sie sich die mal an. Sie hat es wirklich nicht leicht. Ich habe es wirklich nicht leicht. Stellen Sie sich mal vor, wie die letzten 25 Jahre für Sie waren. Das tut mir sehr leid für euch. Aber so ein Brot kostet 2 Kupfer. Obwohl, wenn du noch länger diskutierst, für dich 3. Na gut, ich möchte gerne 2-mal so ein leckeres Brot mit Schinken und Käse. Mhm. Und für den hier hätte ich gerne so ein Süß-Dingsi. Mhm. Ein Candies-Brot. Sehr gerne. Sie packt das eben für euch ein und gibt dir so einen Beutel, wo die Brote drin sind. Ja, ich fisch mir einen von diesen Silberlingen aus dem Beutel, ohne dass die beiden sehen, was da noch drin ist. Mhm. Also ich versuche das so rauszufischen, dass die beiden nicht sehen, dass da noch vielleicht unter Umständen der eine oder andere mehr drin ist. Den Ring habe ich natürlich schon lange mit meinen geschickten Fingern ganz woanders hingetan. Ja. Und bezahle das. Ich sag dir, Björk, sie steht immer voller Überraschung. Sie sieht das Silberstück und lange diskutiert dafür. Und gibt dir dann das Wechselgeld zurück. Lecker, 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 lecker. Dankeschön. Ich beiß da so richtig herzhaft rein. Ja. Boah, hab ich da Lust drauf. Ich beiße sehr widerstrebend rein, weil es leider kein Fisch ist, aber es ist kein das Fisch, Leben ist hart. Aber es ist lecker. Es schmeckt wunderbar. Oder wir haben uns das verdient. Außerdem müssen wir ja auch heute Abend in Bestform sein. Richtig. Absolut. Und das werden wir sein. Gewaschen mit dem flauschigen Lappen, mit dem Duft von Rosenwasser an uns haftend und mit Stimmen geölt von Süßholz. Jo. Ja. Aber langsam sollten wir vielleicht endlich mal diese Brücke. Ich fühle mich so ein bisschen wie damals, ja, vorm Krieg, als du noch. Kannst du dich erinnern, als wir da in dieser Burg waren? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Welcher denn? Ja, eine von diesen Burgen, wo die immer die ganze Zeit, die bevor alle so zugig sind, ja, bevor du in die Burg überhaupt aus rein konntest, so, ja, haben die immer so kleine Verkaufsläden gehabt, wo die immer so kleine Burgen verkauft haben und so, weißt du? Ja, kleine Burgen. Eine nach der anderen. Und du kamst nicht voran. Die Händler haben dich über. Und seit Generationen machen sie das, glaube ich. Ja, und das ist jetzt schon wieder so. Meine Vorfahren haben die gleichen Maschen angetroffen. Ja, es ist wirklich. Mit diesen Worten, so vor sich hin redend, geht ihr den Rest der Brücke entlang. Es versuchen tatsächlich noch irgendwelche Reliquienhändler euch Zeug zu verkaufen. Das sind so die Schlimmsten. Also die gehen auch eine Zeit lang hinter euch her. Und ihr, es funktioniert bloß, sie loszuwerden, indem man sie auf gar keinen Fall anschaut. Also sobald du mit einem von denen auch nur für den Bruchteil einer Sekunde Augenkontakt hast, Junge, dann wirst du den nicht mehr los. Und ihr kommt an das Burgtor, wo zwar Wachen stehen, aber da ja das große Fest ist und ihr allein schon durch die Instrumente, die ihr auf dem Rücken habt, als Barden deutlich erkennbar seid, werdet ihr auch direkt durchgelassen. Haha, seht ihr, das funktioniert immer, oder? Ja, ich sag's euch immer, habt ein Instrument dabei und ihr könnt überall einfach reingehen. Keiner sieht euch eine Bedrohung. Super, ja. Super. Ja. So, dann müssen wir uns eigentlich irgendwo anmelden. Tatsächlich, wenn ihr in den Burghof hineinkommt, seht ihr einen Tisch, wo ein, vom Aussehen her würdet ihr sagen, ein Herold hinter sitzt, der Papiere vor sich liegen hat. Es ist ein Mann steht direkt vor ihm, der gerade dabei ist, sich für den Bardenwettstreit anzumelden. 2,10 Meter groß, so ein Kreuz und eine winzige Gitarre auf dem Rücken. Und ihr seid Barde. Ja. Das ist eure. Kann ich mal eure Hände sehen? Zeigt seine Hände und die sind so groß wie Schaufelblätter. Ne? Zeigt so die Hände hin. Im Ernst jetzt, mit den Händen spielt ihr diese winzige Gitarre. Ja, was ich mache, ist speziell. Speziell? Ja, also ich spiele die nicht wirklich mit den Saiten.
Also ich kann mit Gitarren jonglieren. Ja, ich jongliere mit Gitarre. Du hast nur eine. Ja, mir sind gestern die anderen beiden runtergefallen. Also, wie auch immer, melde dich halt hier an und dann ist gut. Wenn das unsere Konkurrenz ist, das ne? Das ist ja ein Selbstläufer. Beeindruckend, beeindruckend. Ja, und dieser riesige Typ trägt sich dann da ein. Ihr könnt mal eine Wahrnehmungsprobe machen. Also ihr würfelt eine 20 plus. Oh. 20 plus euren Weisheitsbonus. Weisheit, nicht Wahrnehmung. Achso, das ist das Gleiche. Okay. Weisheit ist Wahrnehmung hier. Nee, ich glaube, ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen. Okay, du. Weisheit oder passive Weisheit? Ne, die passive Weisheit ist, wenn was passiert, wo ich sage, der Mindestwurf ist unter der passiven Weisheit, da muss man gar nicht erst würfeln, dann sieht man das direkt. Ah, okay. Ich bin überhaupt nicht weise. Ich habe eine 12. Ich habe eine 9. Ja. Mhm. Ich habe eine 13. Ja, dann fallen euch Dinge nicht auf. Ah, ich habe eine 11, ja. Dann nee, ich glaube, mir fällt hier. Außer, dass der halt nur eine Gitarre dabei hat, ne? Ja, als Gitarrenjongleur. Was auch immer ein Gitarrenjongleur ist. Vielleicht balanciert er mit der Gitarre. Vielleicht schluckt er sie auch. Weißt du, so, vielleicht kann er sie sich in den Hals schieben oder so. Brennend. Ein Gitarrenschlucker. Ein Gitarrenschlucker. Also Hals voran. Oder Korpus voran, man weiß es nicht. Ich meine, also. Das wäre wirklich beeindruckend. Als Anfänger Hals voran. Und dann müssten wir uns Sorgen machen. Dann könnte der dich auch verschlucken, so klein wie du bist, ja. Entschuldige mal bitte. Oh. Ja. Etwas brummelig geht er an euch vorbei. Geh mal aus dem Weg hier. Der ist ja nett, ne? Ja, super nett. Na warte, dich machen wir noch fertig. Er bleibt stehen und dreht sich zu dir um. Ich tue so, als wäre ich das nicht gewesen, als die das gesagt hat. Du bist aber groß. Ich gucke in eine andere Richtung. Ja, alle so. Habt ihr das auch? Der Einzige, der was gesagt hat, ist Lugo. Dementsprechend geht er auf dich zu. Ja, ich bin groß. Und ja. Jetzt? Suchst du nicht vielleicht eine Badentruppe? Ich meine, sieh mal, wie klein wir sind. Siehst du, also, wenn wir den Durchschnitt nehmen von unserer Gruppe, dann sind wir winzig, aber mit dir wären wir normal. Ich nehme mir Lugo so und sage, es tut mir wirklich leid. Mein Neffe ist manchmal einfach ein bisschen... Plemplem, Sie wissen schon. Der kann da überhaupt nichts für. Ignorieren Sie ihn einfach und ziehen Sie weg von ihm. Du merkst, dass er irgendwie nachzudenken scheint. Was? Neffe, fünften Grades. Ich spitze Ohren und so. Hm? Man sagt uns oft, dass wir uns sehr ähnlich sehen, ja. Lugo, sehen Sie, das ist der Beweis. Einfach ein bisschen, seht ihr, ich wünsche euch ganz viel Glück beim Badenwettbewerb. Wir freuen uns drauf, die Jonglage-Einlage zu sehen. Er steht da und ihr merkt, dass er das noch verarbeitet. Also, ihr glaubt, der hat noch einen Moment zu tun, um das irgendwie... Neffe? Gnome. Hinter den beiden und kann kaum an mich halten. Joe. Stammbaum ein Kreis. Aber ja, ich bin groß. Ich bin groß. Ja. Groß. Hä? Naja. Und dann geht er weg. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Ja, du bist einfach ein. Der war wirklich groß, aber den hätten wir gut gebrauchen können. Na gut. Wir wollen nicht noch mehr Leute. Weißt du, was wir machen müssen, wenn wir mehr Leute haben? Was müssen wir dann machen? Birok, erklär's ihm. Wenn wir mehr Leute haben, dann brauchen wir natürlich auch mehr zu essen. Und wir müssen die Sachen, die wir verdienen, teilen. Und das wollen wir doch nicht, oder? Ganz genau. Aber... Nein. Na gut. Gut.
los, eintragen. Ja. Werter Herold. Ein leicht schnöseliger Herold sitzt hinter dem Holztisch. Eine Feder in der Hand, wo sich das Papier... Ah, herzlich willkommen hier in Burg Falkenstein, meine Freunde. Schön, dass ihr gekommen seid. Ihr seid Barden? Ja. Sehr recht. Ja, kennt ihr uns etwa nicht? Ich... Habt ihr noch nicht von Lugo gehört? Lugo, den Großartigen? Birok, so mit der zartesten Goldkehle der Welt. Und Lyra Lautenzauber. Ja, natürlich. Wir sind die fantastischen zwei, drei? Drei. Die drei fantastischen zwei? Die drei fantastischen zwei. Ja. Jetzt, wo ihr es sagt, ich glaube, ich hörte von euch. Ja, die drei fantastischen zwei, was für ein... Ja. Wir sind gekommen, um heute Abend den Preis einzuheimsen. Und dabei die Welt der Musik zu revolutionieren. Ja. Ja. Nein. Ja, ja. Ihr wollt die Welt der Musik revolutionieren. Und euch alle aufs Vortrefflichste unterhalten. Ja, letzteres Hobby sehr. Also der Baron und die Baronin sind recht konservativ, müssen Sie wissen. Ist das so? Revolution ist kein Wort, das man hier auf Burg Falkenstein sehr gerne hört. Hat er gesagt, dass die untot sind? Nein. Lugo, was zur Hölle? Nicht doch, mein Lieber. Es ist nur eine Ausdrucksweise. Es wird einfach fantastisch werden heute Abend. Ich zieh mal Lugo so nach hinten und schieb den Zwerg mal so ein bisschen weiter nach vorne. Ja, also... Er schreibt auf die zwei fantastischen drei. Die drei fantastischen zwei, aber ist in Ordnung. Sind es jetzt die zwei fantastischen drei oder die drei fantastischen zwei? Wir sind unter beiden Namen schon aufgetreten, Mister. Wir hatten schon viele Namen, aber ja. Lugo, pst, jetzt. Was ist der Name, unter dem ich euch aufschreiben soll? Herr im Himmel. Die zwei fantastischen drei. Ein guter Name. Die zwei fantastischen drei. Ja, ja. Er macht ein Ausrufezeichen dahinter. Ja. So. Ja. Und ihr macht Musik? Ja. Oder Musik und Spucken oder wir schlucken keine Gitarren, wirklich nicht. Wir schlucken keine Gitarren, auch keine Brennen. Nein, wir schlucken keine Gitarren. Wir machen Musik, wir erzählen Geschichten, wir... Musik machen ein Spektakel. Geschichten, Erzähler, Spektakel. Gut, fein. Da hinten, zweiter Burghof, da ist noch ein Platz, da könnt ihr... Wir haben hier Bühnen aufgebaut. Da könnt ihr dann... Das ist eure Bühne. Könnt ihr euer Banner aufhängen. Ich gehe davon aus, dass es die größte und schönste Bühne ist, die ihr habt. Nee. Aber für die zwei fantastischen drei? Mach doch mal eine Probe auf Überzeugen. Du nicht. Huch. Tschüss. Das wollte er nicht. Er wollte einfach keine Probe auf Überzeugen machen. Da hat er keine Lust drauf. Definitiv nicht. Was man sieht, ist, dass er verschwunden ist. Das ist, ja, so sind sie. Jetzt sind wir wohl noch die zwei fantastischen zwei. Du könntest mal versuchen, den zu überzeugen. Ja, ich könnte das. Natürlich kann ich das. Warte, ich versuche das mal hier ein bisschen. Schwupp war er weg. Huch. Chaos! Lass es genauso, wie es ist. Er ist gleich wieder da. Ich lasse es genauso, wie es ist, denn er ist gleich wieder da. Gott. Lugo, du siehst halb aus. Ja, Mann, ich weiß. Ich habe so viel gehungert. In den letzten 25 Jahren. Ich war vorher schon schlank, aber das ist das Problem, wenn man schlank ist und dann muss man hungern, dann ist man der Erste, der daran glaubt. Nur wegen dir habe ich es geschafft. Ich hätte ihm nicht sagen sollen, dass er eine Probe auf Überzeugen machen Nein, würde. Hättest du nicht. So, wisst ihr was? Wir machen eine ganz kurze Pause, dann sind wir gleich wieder für euch da. Sehr gut, dann kann ich meinen Schwarzwurzelsaft auffüllen. Schwarzwurzelsaft, hervorragend. Hörbar. Das heißt, wir sind gleich wieder da, wenn Mariano wieder da ist. Bis gleich. Stay tuned.
überzeugend. Weißt du? Okay, sind da genauso tada! Da sind wir wieder. Krasse Sache. Und es passt. Du hast gesagt, du hattest recht, ich lasse einfach alles, wie es ist. Ja, lass es, wie es ist. Und dann passt es. Ich lasse es einfach, weißt du was? Ich lasse das jetzt so. Ist übrigens, ich habe eine Kochschürze, da steht drauf, ach weißt du, ich lasse das jetzt so. Ja, das ist schlau. Das ist ja. Guter Plan. Gute Kochschürze. Also, eine Probe auf Überzeugen. Und ich habe tatsächlich eine Natural One gewürfelt. Wahrscheinlich war deswegen auch mein Internet weg. Ja, das Gute ist, dass ich dir eigentlich sagen wollte, nach dem Auftritt dieses Typen vor dir, darfst du mit Vorteil würfeln. Das heißt, du würfelst zwei. Ah, dann. Hast du einen dann. Allerdings. Naja, immerhin etwas besser. Das ist eine... Ich habe eine 2 gewürfelt. Ja. Wir steigen und den kleinen Schritten. Nein, es ist jetzt eine 10, also 10 geworden. Mit deinem Überzeugungsding noch dazu? Ja. Mit wirklich? Mit meinem Überzeugen. Ja. Wow. Ja. Aber tschüss. Und weg ist er wieder. Ja, der ist halt, weißt du, das ist kein Wunder. Wenn ich so wenig da überzeugt hätte, würde ich jetzt auch, ganz schnell auch gehen. Aus der Warengruppe. Ja, tatsächlich, oh mein Gott. Lass es so, wir sehen Adi. Wir lassen so, wir sehen Adi. Hallo. Du kannst ja jetzt einfach nach vorne treten, als du merkst, dass der Zwerg vorne so, ja, genau, also, Adi, würfel du mal. Soll ich würfeln? Lugo. Soll ich aber Lied spielen? Du könntest auch ein Lied spielen. Ja, komm, spiel dir mal ein Lied. Ja, wir überzeugen ihn nicht. Weswegen überzeugen wir? Genau, dass die beste Bühne bekommt. Wir wollen die beste Bühne haben. Bekommen genau. Könnt. Guter Herr, ich weiß, wir hatten einen schwierigen Start, der Zwerg und ihr. Aber er ist ja jetzt, hat ein bisschen viel Schwarzwurzelsaft für ihn getrunken. Deshalb liegt er jetzt da auch auf dem Boden und schnarcht. So ist er manchmal. Aber kein Problem, ich zeige euch mal, warum wir auf die beste Bühne heute Abend gehören, auf jeden Fall. Auf die allerbeste. Er tackelt mich so zur Seite. Nicht nur sind wir eine wirklich, wirklich berühmte und großartige Musikantengruppe. Nein, wir sind auch, wir waren auch lange mit einer Gruppe Landsknecht unterwegs, die wirklich über die Lande hinaus legendär bekannt sind. Und da müsst ihr auch gerade ihr als Herold auch, sozusagen auch, vielleicht müsst ihr was zurückgeben, weil wir wollen heute Abend, spiel wollen wir die jetzt besingen. Spiel. Lange Vorrede, muss ich sagen. Spiel Phoenix. Lasst mich euch berichten von finsterer Zeit. Eine Epoche des Schreckens, einer Ära des Leids. Kein Mann, keine Frau, kein Schiff, keine Fracht war sicher im Schatten der Nacht. Kannst du hören, wie die Landsknechte singen auf der Fahrt in die Weite der See? Vorüber an finsteren Schatten, durch Sonne, Sturm, Regen und Schnee. Und das Ende, es mag kommen, vielleicht dauert es nicht mehr lang. Und bis dahin lausche meinen Worten, lausche ihrem Gesang. Meine Hand schützt, mein Auge wacht, mein Herz dient selbst dann in der finsteren Nacht. Wir segeln gemeinsam, trotzen den Wellen, bis das die Gezeiten am Himmel zerschellen. Mein Arm erreicht weit und bin ich auch fern von daheim. Für mich leuchtet ein roter Stern, die Glut tief im Herzen ist lodernd entfacht, bis ans Ende der Zeit und der Nacht dauert unsere. Ja. Da hört ihr es. Ja, größte Bühne. Yes! Ja, komm. So viele gefallene Helden, die müssen doch wirklich auch besungen werden heute. So, wir müssen den Zwerg jetzt wieder aufwecken. Warum schläft der eigentlich? Weil er gerade versucht, irgendwie die Technik in den Griff zu bekommen. Also,
Er scheint ein bisschen verwirrt noch. Ja, ich sehe ihn auch, aber ich höre ihn nicht. Ach so. Jetzt sehe ich ihn. Ich habe doch gesagt, das Boot ist keine gute Idee. Ja. Ja. Jetzt sehen und hören wir den Zwerg und er ist wieder da. Ah! Bei dem verzweifelten Versuch zu überzeugen, ist er einfach in Ohnmacht gefallen. Das Boot kam, wir haben ihn gut bekommen. Wir hätten doch den Fisch fehlen sollen. Wir hätten doch den Fisch nehmen sollen. Das Boot war nicht gut. Ja, da grummelt irgendwas, ich sag's euch. Das ist wirklich, also. Aber ich habe das. Ich habe das Gefühl, in meiner inneren Technik ist irgendwas nicht in Ordnung. Vielleicht hast du einfach wirklich eine ganz furchtbare Süßholzallergie. Das Problem mit Zwergen ist doch, dass Zwergen eine ganz andere Brotkultur haben. Zwergen kämpfen nämlich mit ihrem Brot. Die verwenden ja Zwergenbrot, nicht wahr? Ich dachte, die sitzen Brot ist deshalb sehr hart, weil Brot muss man essen können und es muss auch eine Waffe sein. Und das Brot war sehr weich und fluffig. Ich dachte, das Brot ist ein Thron. Ja, das ist die Steinsemmel. Da sitzt der König drauf, da wird klar... Genau, auf der Steinsemmel. Nur dann bist du ein richtiger König. Ja, das habe ich auch. So, könnt ihr jetzt mal Platz machen für die Nächsten. Ja, Entschuldigung, tut uns leid. Erster Burghof, Hauptbühne. Danke, tschüss. Jo. Das hast du gut gemacht, Lugo. Ausgezeichnet. Wenigstens keine Gitarrenjongleure. ihr geht durch den Burghof, seht tatsächlich die unterschiedlichsten Gruppen. Ihr seht einen... wo ihr euch fragt, was zur Hölle wird er machen? Hat eine gehäkelte Mütze, die aussieht wie eine Ente auf dem Kopf. Und vor sich einen Korb mit Äpfeln und Birnen. Keine Ahnung, was er genau tut. Ist es eine Ente oder ist es nur ein Hut, der getarnt ist als eine Ente? Ja, und wer ist der Star? Die Ente oder der Mann unter der Ente? Man weiß es nicht, wer am Ende der Gaukler ist, der auftritt. Ihr seht jemanden, der definitiv ein falscher Fakir ist. Ist das ein Standbild von Mariano? Oder? Ja. Er sieht hübsch aus dabei, oder? Sehr konzentriert. Er sieht sehr hübsch aus dabei. Er guckt wirklich sehr konzentriert. Das wäre ein super Standbild, wenn man immer arbeitsam wirken möchte, genau. Ja, das ist. Ne? Müsste noch so animiert sein, dass man zwischendurch so. Macht. Ja. Hm. Wir schleifen den jetzt einfach hinter uns her. Los geht's. Ihr schleift den hinter euch. Ja, wir machen einfach weiter. Du musst den Zwerg tragen. Ich? Ja, du bist stärker als ich, bestimmt. Ihr kommt noch an jemanden vorbei, der definitiv ein falscher Fakir ist. Also, das ist ein Typ, der sich dunkel angemalt hat. Ein Brett hat mit Nägeln, die allerdings so eng stehen, dass es quasi fast eine normale Fläche ist, auf der man liegen kann. Und er sitzt dahinter und meditiert. Oder ist eingeschlafen. Wahrscheinlicher ist, dass er eingeschlafen ist. Er sitzt halt dahinter seinem Brett. Also ich würde sagen, bei der Konkurrenz bin ich mir nicht sicher, ob wir das schaffen, Lugo. Echt nicht. Boah, wenn ich das Nagelbrett so sehe, ganz ehrlich, ich habe so lange... nirgendwo anders mehr geschlafen als draußen im Dreck, dass das sogar verführerisch wird. Ich scanne mal ganz kurz so, ob der irgendwas von Wert bei sich haben könnte, weil er ist eingeschlafen. Ja, der sieht nicht so aus, als würde er sehr viel Gage bekommen. Vielleicht könnte ich ihm sein Nagelbrett klauen. Ja, sein Nagelbrett. Ja, aber das wäre ziemlich schwer. Also ziemlich schwer, weil es gucken halt doch Leute zu. Ach, na gut. Das ist mein Nagelbrett. Wir könnten ihn ja mal wecken. Warum? Vielleicht, weil... Nein. Also, ich glaube, das Einzige, was an dem Fakir authentisch ist, ist, dass er unglaublich dürre ist. Stell dir mal vor, Adi. Er ist noch dürrer als ich. Ich meine natürlich Lugo. Wir wecken den. Ja? Ja. Und dann wacht er auf und dann macht er sein Ding und dann gewinnt der. Aber stell dir vor, der schläft einfach weiter und verschläft seinen Auftritt. Da könntest du recht haben. Außer... Teil seines Auftritts ist, auf dem Nagelbrett zu schlafen. Aber er schläft ja nicht auf dem Nagelbrett, er schläft hinter dem Nagelbrett. So ein Anfänger. Anfänger. Wir lassen ihn schlafen. Na gut, wir lassen ihn in Ruhe. Begebt euch zu der Hauptbühne. Die einzige wirkliche Konkurrenz, die ihr bisher gesehen habt, ist eine Gruppe von Tänzerinnen. 5 Tänzerinnen, die tatsächlich mehrere Musiker dabei haben. Also Lautenspieler, Trommler, sind das nicht die Trabanten? Nein. Gott sei Dank. Nein, die haben eine Stadt inzwischen.
Die waren so erfolgreich, die haben eine eigene Stadt. Ach, naja gut, das ist gut für uns. Ach, jetzt ist er wieder weg. Schande und Schummelbude. Da ist er wieder. Ja, er bemüht sich. Ist er da? Ich hab's doch vorhin gesagt, hätten wir den großen Lautenschlucker genommen, da hätte er von uns tanzen können. Nein. Das Ding ist halt, diesen Zwerg müssen wir die ganze Zeit mit uns mitschleppen. Ja, ja im Moment, ja. Ich glaube, er wacht auf. Da bin ich wieder. Ja, ich bin, ich hatte das Gefühl, ich hatte eine Art Blackout. Ja, zumindest hast du noch keine Kamera an. Aber Wir sehen ihn. Ihr seht ihn? Wir sehen ihn. Ich interessanterweise jetzt sehe ich ihn auch. Ist mich auch. Ah, hast du das Gerät, neu gestartet? Nein, doch. Doch, ja. Der Gerät haben neu Sie gestartet. Versucht, das kann... einmal aus- und wieder anzuschalten? Genau, das habe ich versucht. In Ordnung. Gut, ihr seid tatsächlich an der großen Hauptbühne. Ja, Tornado, das ist eine On-Off-Beziehung mit B-Rock. Ja. Wir haben es geschafft und es war nicht dein Verdienst, B-Rock. Ich wollte es mal sagen. Also das nächste Mal bekommst du kein Brot mehr mit Käse. Das bekommt ihr offensichtlich nicht gut. Irgendwie ist mir schwindelig geworden. Ich weiß auch nicht. Tatsächlich gehört euch jetzt die große Hauptbühne. Sie ist wirklich groß. Ist unser Auftritt jetzt schon? Der ist später. Ah, okay. Sobald Baron und Baronin von Falkenstein dazukommen. Ah, sehr gut, sehr gut. Wird sehr gut. Dann aufgetreten. Ihr wisst alle, wie man die grüßt, richtig? Ihr wisst das alle noch. Nein, so grüßen sie uns. Ach so, als Erfolg. Okay. Wir sagen Sire. Ach so, Sire. Okay, das kriegen wir hin. Kannst du nie was falsch machen. Super, machen wir. Und wir verbeugen uns mit bis auf den Boden. So tief du kannst. So tief es geht. So tief es geht. Bei dir ist das ja nicht so weit. Als wäre es bei dir so viel weiter, Lyra. Na gut, okay. Der Witz ging in die Hose. Tatsächlich ist die Gnomin ein Stückchen kleiner sogar noch als der Zwerg. Nicht vier, aber ein Stückchen kleiner ist sie doch. Sicher. Das macht sie eine große Klappe, aber mehr als wett, ja. Ja. Allerdings. So geht der Tag. Wir müssen zusehen, dass wir die loswerden, die anderen irgendwie. Ja, können wir nicht vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, Sabotage ist so ein böses Wort, aber vielleicht können wir so ein bisschen dem Schicksal nachhelfen. Wisst ihr? Was möchtet ihr tun? Wie gesagt, ihr habt da diese Gruppe, 5 Tänzerinnen, ein Trommler, ein Dudelsackspieler, einer mit einer Laute und einer mit einer Fanfare, tatsächlich so ein Blasinstrument. Man sagt ja, ein weiser Mann hat mal gesagt, dass das Schicksal Schach spielt mit 2 Damen. Und das sollten wir vielleicht auch ein bisschen tun. Aber wie stellen wir das an? Die Frage ist, wie... es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten sie bestechen. Du könntest versuchen... Womit? Also der Preis ist ein Jahr lang in Lohn und Brot. Ja, gut, Louis Scham. Da müsstest du drüber. Ja, Louis Scham wird in dem Moment nicht ziehen. Bitte was? Eine Nacht mit Lugo würde da nicht reichen. Nee. Selbst wenn wir Lugo verkaufen würden, würde das nicht reichen. Moment mal. Alles Wobei gut. das eine Idee, aber nein. Wir könnten den Großen wieder suchen und könnten sagen, wer ist denn der Wichtigste bei Ihnen wahrscheinlich? Ohne den Rhythmus können Sie nicht. Wir können einfach Dann können das Sie Gerücht, nicht zusammen. Ja, wir können das Gerücht streuen, dass die gesagt haben, dass der dumme Gitarrenschlucker kleiner als seine Laute ist. Oh, wir müssen irgendein richtig böses Gerücht verbreiten, sodass der den auf jeden Fall richtig aufs Fressbrett Ich liebe es, Gerüchte zu verbreiten. Oh ja. Ja, lass uns das machen. Was soll es denn sein? Ha? Bitte, welches soll es sein? Die haben gesagt, der versucht mit seiner kleinen Gitarre, nein, der versucht mit seinem großen Körper seine kleine Gitarre überzukompensieren. Ist das nicht versteht schon der doch nicht. Ja, ihr habt ja recht. Der weiß doch überhaupt nicht, was überkompensieren ist. Na gut. Boah, Lugo. Wir dürfen nicht mit Fachwörtern um uns schmeißen. Sie haben gesagt, sie wetten, der hat gesagt, er wettet, dass er niemals diese Gitarre schlucken kann.
Nein, damit... Nein, er hat gesagt, er kann sie schlucken. Natürlich. Dann, wisst ihr, was ich meine? Also Nein. Okay, also der wer auch immer für den Rhythmus verantwortlich ist bei dieser Musikgruppe, wir erzählen, dass er behauptet hat, dass er die Gitarre von dem Großen viel besser schlucken kann als der Große selbst. Und dann geht der Große dann kommt der zu Große ihm. Und stopft ihm die Gitarre in den Hals. Nein, dann kommt der Große und sagt, hast du gesagt, hab ich nicht gesagt, ach na dann. Und dann vorbei. Der muss so wütend sein, deine Mutter ist ein Ork-Niveau sein. Das kommt schon hin. Er ist so hässlich, seine Laute klein ist. Vielleicht. Oh, seine Größe wird nur noch durch seine Hässlichkeit und Dummheit übertroffen. Hervorragend. Gut, das Geräusch, das streuen wir jetzt. Das die Truppe, das hat nicht nur einer gesagt, das haben alle gesagt. Alle. Ja. Aber ganz besonders der Trommler und der mit der Fanfare. Ja, der mit der Fanfare und der Trommler. Ja, genau. Und es sind nämlich Feiglinge, die würden ihm das niemals ins Gesicht sagen. Richtig. Wer sagt es dem Großen? Ich nicht. Ich hatte einen guten Draht zu dem. Du hattest einen guten Draht zu dem. Geh du zu dem Großen, ich mach den Rest. Also, ihr geht durch die Menge und erzählt den Leuten Geschichten. Ja. Was genau? Naja. Also mit Adi mache ich gleich nochmal einzeln weiter in dem Gespräch mit dem großen Mann. Aber die anderen, was wollt ihr erzählen? Na, wir erzählen, dass die von der komischen Truppe, dass wir gehört haben, dass die von der Truppe gesagt haben, nämlich die Mark da hinten hat gesagt, dass der von der Truppe gesagt hat, dass der Typ, der mit den Gitarre seine Größe nur noch durch seine Hässlichkeit und seine Dummheit übertroffen wird. Das erzählen wir allen. Ja. Aber das haben wir auch nur gehört. Ja, habt ihr nur gehört. Ja. Alles klar. Während die beiden rumgehen und das den Menschen, Zwergen, Gnomen und Elfen, die da so rumlaufen, erzählen, geht der einzigartige Lugo zu dem großen Mann, der sich auf einen Fass gesetzt hat und da jetzt so sitzt. Grüße, Großer. Schön, euch wiederzusehen. Ich bin schon so gespannt. Wer bist du? Na, ich bin doch Lugo. Wisst ihr nicht mehr? Wir haben uns vorhin so gut unterhalten. Haben wir? Ja, da sagte ich, dass ihr unvergleichlich seid. Ich habe noch niemanden gesehen, der sich so mit solcher Kreativität bei so einem Herold angemeldet hat. Es ist erstaunlich. Und er sieht so aus, als würde er gerade überlegen, ob du ihn beleidigt hast. Also ich meine, ihr habt wirklich eine tolle Laute. Eine wunderbare Laute habt ihr da. Also ich glaube an euch, wisst ihr? Das ist keine Laute. Das ist eine Gitarre. Eine wunderbare Gitarre habt ihr da natürlich. Verzeiht, ich verstehe nicht so viel davon. Ich glaube auch weiter an euch, wirklich. Ich freue mich wirklich, euch Abend zu sehen. Ganz egal, was die anderen sagen. Hä? Na, die anderen. Sagen die denn? Habt ihr es nicht gehört? Ich habe gleich gesehen, dass ihr was ganz Besonderes seid. Aber da vorne dieser... Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, da mit den Tänzerinnen, den fünf Tänzerinnen, da der Trommler, der erzählt, hat überall vorhin beim Würfeln erzählt, dass, ich will es gar nicht sagen, ich weiß, dass es sowieso nicht stimmt. Jetzt sag schon. Aber, na gut, aber ihr dürft mir nicht böse sein, ich habe das nicht gesagt, ich glaube an euch. Wirklich. Er kommt ein Stückchen näher an dich ran. Also, pass auf, der Trommler, der hat... Der Trommler hat gesagt, dass eure Größe wird nur von eurer Hässlichkeit übertroffen. Und ihr seid so groß und hässlich, wie eure Laute klein ist. Das erzählt er überall. Hä? Ich glaube, der will, dass er nicht gewinnt. Ist das gut oder schlecht? Das ist wirklich schlecht. Das ist wirklich gemein. Die haben Angst vor euch, dass ihr da alleine auf die Bühne geht. Größe? Ja. Ist hässlich wie meine Laute? Was? Aber es ist eine Gitarre. Stimmt. Also der Trommler hat gesagt, dass ihr groß und hässlich seid. Echt jetzt?
Wirklich, so war's. Und er hat gesagt, eure ganze Familie ist auch groß und hässlich. Und er hat doch gesagt, eure Kuh ist groß und hässlich. Einfach alle. Ja, das erzählt er. Ich hab gar keine Kuh. Ich hätte gerne Kuh. Ich hätte auch gerne Kuh. Ja. Was machen wir denn da? Wollen Sie nicht uns eine Kuh klauen? Na, ich meine mit dem Trommler. Was für ein Trommler? Na, der Trommler mit den Tänzerinnen, der gesagt hat, dass du groß und hässlich bist. Ja, aber ich bin doch groß. Aber ich bin sehr groß. Das stimmt, ihr seid wirklich sehr groß. Aber er hat gesagt, ihr seid noch hässlicher, als ihr groß seid. Also hat er gesagt, ihr seid wirklich verdammt hässlich. Hat er gesagt, ich bin klein. Klein und hässlich. Und eure Gitarre sei riesig im Gegensatz zu euch, weil ihr so klein und hässlich seid. Ich geb dem gleich klein. Nein, der Trommler hat das gesagt. Und dann geht er los. Er läuft los. Es klappt vielleicht. Oh Gott, das war wirklich... Das war wirklich knapp. Ja, der geht über den Platz. Zeigt auf irgendjemanden, der da sitzt. Der geht am Fakir vorbei. Der Trommler? Nein, nicht der. Das ist. Aber den könnt ihr als Keule benutzen, wenn ihr wollt. Der liegt hier eh noch rum. Da vorne, seht ihr bei den Tänzerinnen. Der Typ da mit der Trommel. Ah. Ja, der geht auf den zu. Ich glaube, es hat geklappt. Pass mal auf, du Heini! Nee, ihr hört bloß jemanden jetzt quer über den Platz brüllen. Pass mal auf, du Heini! Ich geb dir gleich klein. Und dann nimmt er die Gitarre vom Rücken, also die Ukulele, um genau zu sein. Und ihr wundert euch so ein bisschen, wenn ihr macht mal eine Wahrnehmungsprobe. Ja, nicht schon wieder. Das ist doch schon das letzte Mal nicht gut gelaufen. Ah, warte mal. Guck mal, was da 21. 21. Wir brauchen gar nicht weiter würfeln. Natural 19. Na, warte, schön, ich mach das trotzdem mal. 19. Ja, siehste. Sehr schön. 11. Ja, zwei merken's. Die Gitarre, die er vom Rücken nimmt, so wie der Muskel am Arm sich dabei anspannt und so. Also die scheint echt schwer zu sein. Und wenn ihr jetzt genau hinguckt, dann seht ihr, dass es eigentlich auch gar keine Ukulele ist, sondern dass er quasi bloß so eine Art Axt oder sowas sehr geschickt hat anmalen lassen. Und nimmt die vom Rücken. Ich mach dich kleiner! Und fängt an, um sich zu schlagen, damit der Trommler nimmt noch so die Trommel nach vorne und rumpf geht diese Ukulelen-Axt, die er dabei hat, in diese Trommel rein und er fängt an, sich durch diese ganze Gruppe zu prügeln. Die Tänzerinnen wollen das dann nicht zulassen, springen irgendwie auf den Rücken von denen drauf. Also es ist eine heillose Schlägerei, die da entsteht. Sollten wir vielleicht den Wachen Bescheid sagen? Ja, aber wir sollten dabei auf jeden Fall ein bisschen weiter vom Geschehen weg. Vor allen Dingen, Lugo. Lass mal gehen und den Wachen Bescheid sagen. Was ist denn hier? Sehen wir denn irgendwelche Wachen in der Nähe? Am Tor waren ja welche. Ja, dann laufen wir. Dann los zum Tor. Ja, hallo, was ist denn da hinten los? Eine wilde Schlägerei. Einer hat eine Axt, wir schwören. Ja, der kriegt noch ein riesiger Typ mit einer Axt, die aussieht wie eine Ukulele. Nehmen ihre helle... Die was? Die sieht aus wie eine Gitarre. Wie eine Laute. Oh, Lauten kenne ich. Eine Axt, die aussieht wie eine Laute? Ja, wirklich. Da muss sie eingeschmuggelt haben, an euch vorbei. Die beiden ihre helle Baden und gehen los. Geht so. Denn als ihr dann wieder Richtung zurückkommt, seht ihr, dass sich das alles so ein bisschen ausweitet. Und dass eine etwas größere Schlägerei wird. Der Fakir hat inzwischen sein Brett aufgestellt, mit den Nägeln nach vorne,
und steht dahinter und wirft mit Jonglierkeulen in die Richtung. Die Tänzerinnen haben so Tanzsäbel für ihren Säbeltanz, fangen an, wie wild mit diesem Typen zu kämpfen. Und der Mann mit der Ente auf dem Kopf macht irgendwelche Gesten, konzentriert sich dabei. Und kurz danach seht ihr, dass sich so Funken bilden über allen. Und dass kurze Zeit Panik ausbricht, weil man so einen Drachen über der Burg sieht. Der sich dann aber wieder auflöst, als jemand dem Mann mit der Ente auf dem Kopf eins aufs Maul gibt. Und seinen Illusionszauber, den er gewirkt hat, wieder seine Wirkung verliert. Ein großes, großes Chaos. Ihr steht da am Rad und guckt euch an, was da passiert. Jo, guck mal da hinten ein Fass. Das ist ganz schön groß. Da willst du rein? Ja. Ich möchte auf jeden Fall mindestens dahinter. Ja, die Gnomin rennt, macht einen behenden Sprung und landet in dem, also es ist, du siehst, es ist ein Regenfass, das fast leer ist. Und wupf, landest in dem Fass und kannst du durch dieses Fassloch, kannst du nach draußen zugucken. Sehr gut, perfekt. Ich glaube, ich versuche hinter das Nagelbrett vom Fakir zu kommen. Da ist ein Fakir. Also. Bestimmt wird er mich akzeptieren. Okay. Was für eine Rüstungsklasse hast du denn? Wo steht das? Das steht ja. Auf 14. Der ersten Seite. 14. Ja. Als er dich näher kommen sieht, nimmt er eine seiner Jonglierkeulen, wirft sie in deine Richtung und sie trifft dich wirklich so bunk. Genau vor die Stirn, du nimmst 3 Punkte Schaden. Du bist so dumm. Offensichtlich möchte er keinen zweiten hinter seinem sicheren Fakir-Brett haben. Versuch was wert, verdammt. Was möchte denn der werte B-Rock tun? B-Rock steht im Moment nur und staunt nur, ob der Dinge, die wir da angerichtet haben. Also du staunst über das Chaos. Sag mal gerade oder ungerade? Gerade. Mhm. Du siehst tatsächlich noch ganz kurz den Hocker. Also ganz kurz. Mhm. Dann trifft er dich. Für 3 Punkte Schaden trifft dich einen Hocker und schmeißt dich ein bisschen oben. Aber nur ein bisschen. Nutzlose. Ja, ich dachte, ich hätte euch mehr beigebracht, was Verstecken angeht. Na gut. Ja. Die Gnomin sitzt in ihrem Fass. Und was du siehst, ist, dass dieser große Kerl jetzt sich mit den Wachen prügelt. Jo, ich bleib hier und guck mir das Ganze schön an. Und halt, bin auch leise. Ich halte die Bubble. Möchtest du immer noch hinter das Nagelbrett, lieber Lugo? Nein, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, im Zuge meiner verfahrenen Situation, das südarthurische Opossum zu imitieren. Das kann ich sehr gut. Da habe ich viel Übung drin. Ich liege also da wie tot. Genau. Ah, okay. Du lässt dich auf den Boden fallen, als er dich getroffen hat und tust so, als wärst du tot. Theatralisch. Ja. Sehr theatralisch. Komm, mach mal eine Probe auf Auftreten. Wenn du besonders theatralisch sterben willst. Aber nur so tun, natürlich. Ja, natürlich. Nein, das ist eine wirklich gute schauspielerische Leistung. Nein. Du schmeißt dich so sehr rein, dass du nicht nur so tust, als würdest du sterben, sondern dich selbst erdolchst. Auf was werfe ich? Auftreten. W20 plus das, was du bei Auftreten stehen hast. Auftreten, na 5. Oh, Alter, dann hab ich 17. Tatsächlich, Lyra, du siehst, dass er am Kopf getroffen wird. Und es reißt ihn quasi von den Füßen.
Also der muss echt gut getroffen haben. Die Füße gehen wirklich so nach vorne weg. Er rutscht noch so ein bisschen über den Boden, schreit kurz und bleibt dann getroffen vollkommen regungslos liegen. Das ist ja jetzt blöd, ne? Das sieht auch B-Rock. Ja, ich schleiche oder krieche zu meinen Instrumenten oder habe ich die noch, habe ich die bei mir? Bis jetzt. Nö, die sind an der Bühne. Die sind an der Bühne. Ja. Ich gehe, also ich bewege mich möglichst unauffällig in Richtung Bühne und greife mir meine laute Gitarre. Und für den Weg zur Bühne möchte ich einmal kurz, eh du spielst. Ja. Tatsächlich Heimlichkeit mit Vorteil. Heimlichkeit mit Vorteil. Ob du noch was abkriegst auf dem Weg da. Ihr seid nicht gut im Verstecken. Ich glaube, er will dich gar nicht verstecken. 19. Hervorragend. Niemand bemerkt dich. Auf dem Weg dahin springt noch einer über dich drüber. Du denkst, einer würde dich fast treten. Der kommt dann an dir vorbei. Wo auch immer der Typ mit den Fischen herkommt. Der anfängt, andere Leute mit diesem riesengroßen Fisch zu verprügeln. Du schaffst es, dich so nach vorne. Du bist ja auch nicht sehr groß. Und stehst dann auf der großen Hauptbühne mit deiner Laute in der Hand. Genau, und erst untermale ich das Ganze so ein bisschen. Hört her! Hört her! Und tatsächlich, so ein paar Leute bleiben so. So, du siehst zwei, die vor der Bühne stehen, der eine, der gerade so ausgeholt hat, den anderen am Kragen hatte und so, hey, bei ihm hängt, hä? Gut, es passiert so nichts weiter. Wenn euch was achten hier, er ist ja ohnmächtig und sie singen. Ihr lieben Leute von Falkenstein. Ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben. Falkenstein. Ihr lieben Leute von Falkenstein, so haltet ein. Lasst uns doch Frieden sein. Oh, liebe Leute von Falkenstein. Mach mal eine Probe auf Auftreten. Das kannst du sehr gut. Ah ja. Auftreten. B-Rock. Dann ist das eine 15. Ja, tatsächlich, jede Menge Leute gucken jetzt zu dir. Und. Hä? Aber immerhin. Ja, also diverse Leute hören mit der Schlägerei auf. Die beiden Wachen haben es geschafft, inzwischen den Riesen niederzuringen. Ich spiele nur noch ein wenig auf der Gitarre. Das beruhigt alle. Genau, um das Publikum zu beruhigen. Ja, tatsächlich reicht das, dass noch mehr Wachen dazukommen können. Und die schaffen es, die Hauptschläger zur Ruhe zu bringen. Und die beiden Leute, die direkt vor der Bühne standen, wo einer eben noch den so am Kragen gepackt hat und der andere so ausgeholt hat, stehen jetzt so ein bisschen Arm und Arm nebeneinander. Aww. Und gucken zu. Ich weiß auch nicht. Also, Applaus? Also ich versuche auszumachen, ob Lugo sich mittlerweile bewegt und ja, ob genug, Klatschverhalten auf dem Boden. Ob genug, dieser tote Lugo liegt da. Ah, okay, alles klar. Und sind genug von unseren Feinden ausgeschaltet? Tatsächlich siehst du, dass von den Mädels zwei irgendwie K.O. sind. Der Trommler bejammert seine Instrumente, von denen einige kaputt gegangen. Das ist das Wichtigste. Ja, nicht nur eine Trommel, sondern mehrere davon.
Und der große Mann wird irgendwie abgeführt. Ja, ihr hört noch, wie er brüllt, von wegen klein! Irgendwie mochte ich ihn. Ich gehe zu Lugo und Lyra. Ja, ich kletter natürlich aus diesem Fass raus. Mhm. Was übrigens schwieriger ist, als reinzukommen, aber du schaffst das. Danke, Birok. Du hast einen Tag gerettet. Alles in Ordnung? Hilfe, Hilfe, ich bin hier in diesem Fass, ich komme hier nicht wieder raus. Hallo? Hast du das? Ich glaube, das Fass redet mit uns. Ich wollte gerade sagen, ich höre eine Stimme, aber ich weiß nicht, wo sie herkommt. Wollen wir vielleicht mit dem spitzen Gegenstand reinstoßen? Nein, seid ihr verrückt, jetzt holt mich hier raus, ihr Idioten. Ist das Lyra? Offensichtlich, die Stimme passt. Komm, wir kippen das Fass um. Eine Nein, gute Idee. Jetzt hebt mich doch einfach Achtung raus, ich möchte nicht umnommen. Das ist ganz schön schwer, das verdammte Fass. Ja. Und wir kippen das Fass um. Ja, toll, ihr schafft das. Jetzt bin ich wenigstens komplett nass. Danke, Jungs. Danke. So sieht's aus. Danke. Wir helfen gern. Ja. Ich habe vielleicht einen Schädel, als hätte ich die ganze Nacht gesoffen. Und das ohne, dass ich die ganze Nacht gesoffen habe. Hui, was war hier nur los? Habe ich eine Beule? Ja. Nein. Hab ich, seid ehrlich, habe ich eine Beule? Ich bin nicht sicher, ob ich meine Gesicht. Stirn. Du hast nur ein drittes Horn. Ja. Das ist sehr schick. Das sieht super aus. Findet ihr wirklich? Jetzt bist du an drei Horn. Das ist sehr selten. Eben. Exotisch quasi? Ja. Ja, ja. So ein Glück. Also tatsächlich habt ihr diese Gruppe von Tänzern, Tänzern und Musikern, die überlegen sich jetzt gerade, was sie tun sollen. Aber so richtig eine Idee haben sie nicht. Ja, wir tun einfach, also ich würde auf jeden Fall, also Jungs, passt auf. Ich würde vorschlagen, wir tun jetzt einfach so, als hätten wir mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und wir bemitleiden natürlich jeden. Wir bemitleiden jetzt jeden, den es erwischt hat. Das ist ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Wir können auch zu der Gruppe hingehen. Ja, das machen wir. Ach, kommt, Leute. Das kann doch nur schief gehen. Nein, das müssen wir machen. Nein. Dann verdächtigt uns niemand, verstehst du? Wenn wir da. Ja. Das wäre doch völlig dumm, das zu tun. Nein, lasst uns einfach unauffällig bleiben. Ich sag, wir gehen dahin. Nein, okay, lasst uns abstimmen. Wer ist dafür, dass wir da hingehen? Ich bin auch so eine hübsche Tänzerin. Drei von denen stehen ja noch. Warum bin ich mit euch gestraft? Na gut, okay. Also, ihr geht los zu der Gruppe an Tänzern und Musikern. Werte Kollegen, was ist denn da nur geschehen? Dieser völlige Idiot, was war denn da los? Der ist einfach auf mich zugekommen und... Ui. Okay. Schrecklich. Was? Hallo? Immerhin ist er abgeführt worden. Das ist aber wirklich, der Auftritt wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Ich glaube, der Krieg hatte manchen Leuten nicht gut getan. Aber Herr Trommler, ihr müsst ja nicht weinen. Ihr könnt doch jetzt ein richtiges Instrument lernen. Ich meine, was mein Freund hier meint... Der Dudelsackspieler kommt dazu und sagt, frech werden oder was? Nein, werter Sack. Ich meine, werter Dudel, werter Freund. Sackpfeifer heißt das. Sackpfeifer. Das ist wirklich die richtige Anrede. Ja. Ja. Werter Sackpfeifer. Nicht doch, nein. Also, mein Freund meinte lediglich, dass nun die Chance bestünde, vielleicht noch. Ein anderes Instrument außer die Trommel zu lernen. Ja, das meinte er. Ja. Ach, verpisst euch. Okay. Los, jetzt kommt. Ich ziehe die beiden jetzt. Ich versuche zumindest die beiden. Also ich weiß, bei Lugus müssen ich versuche die beiden gemeint. Jetzt wegzuziehen. Trinket auch, Trinket. Tatsächlich bauen die irgendwann ab. Und wie auch immer das passieren konnte. Gegen Abend, als es dämmert, seid ihr die einzigen Musiker, die noch da sind. Es gibt noch einen Mann mit einer Ente auf dem Kopf und ein Fakir. Das sind die letzten drei Darbietungen, die da sind für den Badenwettstreit. Aber kurz nachdem... Ja? Der Mann mit der Ente macht mir trotzdem noch ein bisschen Angst. Ne? Also wir wissen nicht, was er so drauf hat. Er hat eine Ente auf dem Kopf, also eine gehäkelte Ente. Oder gestrickt. Du kannst nicht richtig unterscheiden, ob sie gehäkelt oder gestrickt ist.
Nee. Wenn das wichtig ist, keine Ahnung. Nee, wir machen einfach jetzt ein bisschen schöne Musik und dann haben wir das Ding im Sack, Tasche. Pfeifer. Die Abendstunde ist da, es werden Fackeln auf dem Hof angezündet, es gibt überall schöne Feuer. Die Leute von der Brücke, Dorfbewohner kommen dazu und kurz nachdem wirklich dann die Sonne untergegangen ist, die Wachen machen sich dann auch bereit, treten Baron Jaromir von Falkenstein nebst seiner Gattin Svetlana von Falkenstein. Sire. Treten aus dem Portal ihrer Burg zu euch auf den Burghof, schauen sich das Ganze an. Nun, wir hatten ein bisschen mit mehr Barden gerechnet. Aber verehrter, höchster Baron Jaromir von Falkenstein und Milady Svetlana von Falkenstein, ihr habt dafür die feinsten Barden noch hier. Sie guckt sich ein wenig um. Ach, ihr meint euch. genau uns. Auch den Mann mit der Ente, ja. Nein. Nein. Hier, mein Freund und Kollege Lugo, der Großartige. Sire? Ihr müsst ihn einfach einmal singen und spielen hören. Lugo, bezaubere den Baron und die Baronin. Ist jetzt Zeit für unseren Auftritt? Ich glaub schon. Tatsächlich habt ihr gerade entschieden, dass Zeit für euren Auftritt ist. Ja. Die beiden setzen sich auf zwei Stühle, die ihnen bereitet sind. Davor einen Tisch, wo Weingläser für sie da sind. Und sie lauschen. Und ganz kurz, während Lugo anhebt zu singen, mache ich meinen Cantrip, meinen Trick, Taschenspielerei, womit ich so ein bisschen Illusionen erzeugen kann. Funken, die sprühen und sowas. Das mache ich währenddessen. Lugo! Es ist uns eine wirklich, wirklich große Ehre und ein großes Glück, dass wir heute hier sein dürfen. Ich will auch gar keine vielen Worte verlieren, weil dann werde ich gegen mein Schienbein getreten und das will hier niemand sehen. Wir möchten ein Lied spielen, das davon erzählt, dass wir alles, dass die schlimme Zeit nun hinter uns liegt und wir nun auf eine goldene Zukunft zusammenblicken können, dass wir wieder aufstehen können, wie ein Phönix aus der Asche. Wir sind die drei glorreichen Zwei und wir spielen jetzt für euch. Bitter süß, ein Komet,
ein Phönix, der aufs Neue aufersteht. Mit den letzten Tönen sehen die Funken, die ich durch meinen Zaubertrick mache, so aus wie ein Phönix. Die Baronin und der Baron applaudieren euch. Ah, sind total begeistert. Hallo, lieber Sören. Ein Gruß an Sören Vogelsang, der hier ist. Sire. Danke für den Raid. Die beiden scheinen sehr beeindruckt zu sein von euch und applaudieren. Ein beleidigter Mann mit einer Ente auf den Kopf, nachdem er diese Musik mit den Illusionen gesehen hat, tritt vor die Bühne. Und geht. dreht sich dann um und geht weg. War gar nicht so schlecht. Ja, auch ein schönes Lied. Jetzt ist nur noch der Fakir übrig. Ja. Der Baron sagt, das war schon ganz trefflich. Wir wollen ja mal sehen, was der Herr Fakir so zu bieten hat. Der steht auf, geht zu dem Baron und sagt, habt ihr ein Schwert? Der guckt an seine Seite. Ja, könnte ich mir das kurz leihen? Bitte? Ich bin Schwertschlucker. Aha. Ja, aber ich habe kein Schwert mehr. Bitte? Ja, ich habe kein Schwert. Währenddessen ja. Winke ich Lyra zu mir. Ja. Lyra! Ja, was denn? Was hältst du davon, wenn ich dich unsichtbar mache und du seinen Auftritt sabotierst? Ich glaube, er sabotiert sich gerade selbst, aber du kannst mich zur Sicherheit unsichtbar machen. Falls er doch auftreten sollte, dann sabotiere ich ihn. Ich unterstütze dich beim Unsichtbarmachen. Mit bardischer Inspiration. Der Baron zieht sein Schwert und ihr seht, dass das für die Größe des Fakirs beängstigend lang ist. Also, es ist halt schon ein Schwert, das zum Kämpfen gedacht. Ich habe ihm ja nicht geliehen. Aber okay, soll er sich selbst umbringen. Aber mach mal trotzdem. Nee, ich möchte nicht den Rest des Tages unsichtbar sein. Echt nicht. Ich kann nur kurz warten. Nein, wir können das. Du kannst uns auch wieder rückgängig machen. Ne? Also, es ist jetzt. Okay, ich möchte nachher noch saufen und fressen und unseren Sieg. Lyra, wenn du unsichtbar bist, kannst du unsichtbare Leuten aus dem Krug trinken. Und ja, okay, mach mich unsichtbar. Einstecken. Der Fakir nimmt das Schwert des Barons und geht oben an die Bühne, stellt sich sehr weit vorne an die Bühnenkante. Meine Damen und Herren, ich bin der große Fakirini. Entschuldigung, er lacht. Von dem habe ich schon gehört. Der meint das alles ernst. ich werde euch jetzt einen Zaubertrick vorführen, der seinesgleichen sucht. Und ich wirke Unsichtbarkeit auf Lyra. Ja. Ich unterstütze mit badischer Inspiration. Die Unsichtbarkeit? Brauchst du nicht unterstützen. Ist das echt nicht? Okay, nö. Ich wollte nur nützlich sein, aber. Ja. Oder du kannst den Fakir mit badischer Inspiration unterstützen. Ich wollte schon immer mal den Schmuck von einer Baronin haben. Ja, das mache ich. Ich glaube an ihn. Ja. Also ich will ja nicht, dass er am Ende, also ihr wisst ja, dass es nicht klappt mit dem Schwert. Das wäre echt, niemand will das sehen. Ich kann kein Blut sehen. Ja. Ich bin so schön für diesen Scheiß. Auf jeden Fall stellt er sich da hin und... Ach komm, scheiß drauf. Und fängt an, langsam dieses Schwert so in sich hineinzuschieben. Möchtest du den Schmuck von der Baronin haben? Ich meine, du bist unsichtbar. Ich bin auch hin und her gerissen.
Der darf das Schwert nicht schlucken. Wenn er das komplett schluckt, dann hat er uns die Show gestohlen. Ja, aber es sieht sehr gut aus. Aber wenn ich ihn jetzt anschubst, dann stirbt er vielleicht. Vielleicht spuckt er das Schwert auch nur wieder aus. Oder du kitzelst ihn und er muss lachen. Also die Hälfte ist drin. Schmuck. Gewinn. Schmuck. Gewinn. Ich weiß es nicht. Ein Dilemma. Also, schwarzer Strickpullover vor, du könntest ihn kitzeln. Okay, ich gehe hin. Ich habe mich für Sabotieren entschieden. Okay. Du meinst retten. Der richtige Terminus ist retten. Achso, ich rette ihn jetzt vor seinem Schwert. Du gehst auf die Bühne. Ja. 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 Er ist dabei so. Die Geräusche sind sehr unappetitlich. Okay. Wenn ich ihn jetzt kitzel, bringt er sich selbst um. Aber da kann ich überhaupt nichts für. Ich habe ihn ja nicht umgebracht. Ich habe ihn nur gekitzelt. Aber komme ich überhaupt an ihn ran? Natürlich, du bist unsichtbar. Ja, aber ich bin wirklich klein. Ja, das stimmt. Kannst ihn in den Knie gehen, kitzeln. Ich könnte ihm auch einmal so... Nein, okay, ich kitzle ihn. Ich weiß genau, was du machen würdest. Also, du stehst hinter ihm. Elderon hat vorgeschlagen, du hättest ihm auch die Hose runterziehen können. Wir gucken erstmal, wie Kitzeln funktioniert danach. Ich kitzel ihn erst und ziehe ihm dann die Hose runter. Das ist perfekt. Oh, du kitzelst ihn und. Nee, ich kitzel ihn und da hat er so ein Hosenband, was man lösen kann, dass es von alleine runterfällt. Ja, perfekt. So ist gut. Sowas wie ein Gürtel hat er nicht. Ja, okay, genau. Ich ziehe an dem Hosenband, dass es runterfällt. Dass es nicht so aussieht, als hätte ihm jemand die runtergezogen. Okay. Die sollen nicht skeptisch werden. Mhm. Du kitzelst ihn, ziehst an dem Hosenband. Was ihr seht, was oben auf der Bühne passiert, ist, dass er da steht so. Und offensichtlich nicht weitermachen kann. So ein bisschen rumstolpert. Er versucht irgendwie. Irgendwas ist an ihm dran, offensichtlich. Er versucht irgendwie ein bisschen hin und her zu tänzeln. In dem Augenblick rutscht seine Hose herunter an seine Füße. Er zeigt allen Leuten, dass er nicht überall dünn und klein ist. Wir wollen hier mal nicht verurteilen. So, das Problem ist, er kann sich jetzt nicht mehr wirklich bewegen, denn die Hose hängt an seinen Füßen. Und du siehst, wie er so ganz langsam nach vorne kippt. Ja, wenn ich an dem Schwert jetzt ziehe, dann war es das auch. Ich springe hinter ihn und halte ihn an seinem Hemd fest. Okay. Er hustet. Das zieht das Schwert aus seinem Hals raus. Was ein bisschen beeindruckend ist, ist, dass er so schräg an der Bühne hängt. Das war ein Fehler, Lyra. Also er schwebt so, das Schwert purzelt zu Boden, fällt in den Dreck. Das ist nicht gut, ein Königsschwert in den Dreck zu schmeißen oder Baron. Er guckt Richtung Baron. Ich lass ihn los übrigens. Du lässt ich ihn dann ihn los. In dem Moment los, wo er es ausgespuckt hat. Okay, er hat es ausgespuckt, du lässt ihn los, sich wild übergebend, weil er scheinbar erschreckt worden ist. Fällt er jetzt ohne Hose nach vorne? Oh, wir sind ganz schön gemein. Was fällt dir ein, das Schwert meiner Vorväter so zu beleidigen? Und er wird abgeführt. In den Kerker! Naja. Ja, und der Fakir wird abgeführt. Was hat der auch kein eigenes Schwert mehr, was er schlucken kann? Selber schuld, wenn du keinen Gürtel anziehst zum Auftritt. So, welche Baden haben wir denn noch? Cyber, keine. Wie? Ja, keine. Der ganze Hof war voll heute. Ja, aber da war dieser Zwischenfall mit dem Riesen und den 6 Tänzerinnen. Ihr kommt jetzt an und sagt, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von einem Riesen und 6 Tänzerinnen. Ihr wisst das so, Witze anfangen. Ja, vielleicht irgendwann, heute nicht. Ja, gut.
Svetlana. Nun, meine Lieben, so freut es mich dann, euch... Ist nicht doch noch jemand hier? Nein? Nun, dann freut es mich, euch verkünden zu dürfen, dass ihr für das nächste Jahr, für ein Jahr und einen Tag, unsere Hofbarden sein sollt. Ihr habt diesen Wettstreit gewonnen und so soll der Preis auch euch gehören, nicht wahr? Schade. So eine Ehre, also wir. Ach, Sire, danke schön. Vielen Dank. Ihr werdet es nicht bereuen. Es ist uns eine Ehre. Ihr werdet es nicht, die zwei glorreichen Reis, die sind die besten Barden, die ihr jemals haben werdet. Ja. Zumindest für die nächsten 12 Monate. Genau. Ihr werdet dann bei uns im Schloss nächtigen können heute. Wir werden euch eure Zimmer zeigen. Ihr könnt euch ein wenig frisch machen und danach gehen wir dann zur Feier, nicht wahr? Mit dem neuen Lappen. Oh ja. Werter Herold. Hugo kann sogar ein Bad nehmen. Werter Herold, würdet ihr den Musikern, den die zwei glorreichen drei oder gleich zwei, ich weiß es nicht. Würdet ihr den beiden die Zimmer zeigen? Ja, sehr wohl, Sire. Dann folgt mir. Stimmt, vielen du bist Dank noch einmal. Danke, wo ist denn eure Kollegin? Oh. Ich habe meinen Konzentration ist ja ein Konzentrationszauber, den ich nachdem nicht direkt nachdem der Fakir umgekippt war, sondern schon ein paar Minuten später, wo ich dann hoffe, dass sie wieder von der Bühne ist. Natürlich bin ich wieder von der Bühne gegangen. Ja. Eben. Da habe ich dann die Konzentration fallen lassen und sie ist wieder erschienen. Tada! Dann werdet ihr drei zu euren Gemächern geführt. Gemächer. Ja. Ja, Gemächer. Ja, sehr wohl. Vielen Dank. Ich verbeuge mich, drehe mich noch einmal zum Publikum und winke in die Menge. Mhm. Während ihr reingeführt werdet, macht noch mal eine Wahrnehmungsprobe. Ja. Bitte. Leute, was hier los ist. Ja, du darfst 9. Auch. Ja, 9 ist, 21. Ui. Also der Zwerg sonnt sich immer noch in seinem Erfolg. Ich habe 14. Ich krieg wieder nichts mit. Ich bin schon beim Zubein im Kopf. Ja, und ihr beide laucht doch vor, seid schon an der Tür und gerade eben noch auf der Treppe in die Burg hinein schaust du dich um, Lyra, und bist ein bisschen verwundert, dass gerade die Leute, die hier zu den Dörflern gehören, also die Leute von außerhalb klatschen und freuen sich, die Leute, die zu den Dörflern gehören, schauen irgendwie ein bisschen mitleidig. Mit einem Rums schließt sich hinter euch die Tür. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ihr werdet zu euren Gemächern geführt. Die beiden sind noch begeistert. Die gehen mit dem Herold vorne vor. Wir haben es geschafft, Lyra. Mhm. Hervorragend. Warum haben die Leute denn gerade so geguckt? Hallo? Was den beiden überhaupt nicht auffällt, zu dem Weg zu den Gemächern, sind diese Vitrinen, die links und rechts stehen. Ihr seht, also nicht ihr, weil die beiden sind ganz woanders. Lyra, du siehst in der ersten Vitrine so eine zerbrochene Flöte. In der zweiten eine Laute mit zerschnittenen Saiten. Dann siehst du, in eine Vitrine hat man die Trommel offensichtlich reingetan. Denn du siehst tatsächlich eine Trommel mit zerschnittenem Fell. Und habe ich nicht irgendwie so einen geheimen Code für Gefahr? Weiß ich nicht. Oklahoma. Irgendwas? Ich versuche, den Ruf einer Schleiereule nachzumachen, was bei uns innerhalb der Gruppe natürlich immer das Zeichen für Gefahr war. Huhu! Huhu! Lumalugo, eine Schleiereule. Die gibt's ja auch, das ist ja toll. Ja. Ja. Dann dämmert es mir. Warte, ich glaube, das war Lyra.
Ja. Nein, wirklich? In dem Augenblick, wo du das mit der Schleiereule hörst, schubst dich jemand von hinten in euer Gemach hinein. Du siehst, dass da nur eine einfache Pritsche drin ist. Für euch beide. Und hinter euch zwei, dass die Tür ins Schloss fällt. Ich würde schon noch versuchen zu fliehen. Ja, kannst du machen. Ja, tue ich. Ich versuche zu fliehen. Kurz so, mitgehangen, mitgefangen, das kann mitgeholfen. Okay, dann könntest du tatsächlich mit einer Probe auf Heimlichkeit versuchen, irgendwie zu entkommen. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht heimlich. Mal gucken, wie heimlich. Oh, das ist schlecht für euch, Jungs. Das tut mir wirklich leid, aber das ist die dritte 20 diesen Abend. Ernsthaft? Ich lüge nicht. Ich kann das einmal ganz kurz hoch. Nee, alles gut. Ich glaube dir das. Alles gut. Ich glaube dir. Das ist die ich glaube, diese Würfel sind gezinkt. Und das ist damit halt, also heimlich bin ich dazu auch noch. Ich 25. Sehr schön. Ich gehöre da überhaupt nicht zu. Tatsächlich schaffst du es, als du es gesehen hast. Meine Güte. Findest du halt zwei neue Musiker. Jahre später sieht man eine Musikerin auf einem Marktplatz sitzen. Und sie singt eine Ballade über die Herrscher von Burg Falkenstein. Denn was sie inzwischen herausgefunden hat, dass ein Barde bei der Geburt des ersten Kindes ein Lied gesungen hat. Und eben dieses Kind tot zur Welt kam und fortan einen Hass der Familie Falkenstein auf jeden Barden verursacht hat. Manchmal, wenn man an der Burg Falkenstein vorbeigeht, dann hört man aus einem der Fenster eine Stimme, die sagt: Boah, Alter, der Lappen ist immer noch flauschig. Und so schließen wir diesen heutigen Abend und ich bedanke mich ganz, ganz doll bei Mariano und Beauty and the Bard für diesen sehr, sehr lustigen Abend. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Trotz der technischen Schwierigkeiten zwischendurch. Ja. Ich hatte Spaß. Ich auch. Ich auch, sehr sogar. So, macht's gut, ihr Lappen. Ihr Leute da draußen, ihr solltet es von mir inzwischen gewohnt sein, dass meine One-Shots gerne so enden. Ist, also, passiert. Ja, ich kann wiederkommen, die beiden anderen nicht. Nee, selbst die beiden anderen, man hat ja gehört, sie leben noch und haben sich unterhalten. Das ist wahr. Ja, und man hört noch so, gestern, Brüder, könnt ihr es glauben, gestern. Ist doch nur eine Pritsche, aber dafür ist der eine kurz, der andere dürr. Also. Ja, ja eben. Und ja, vielleicht finden wir auch irgendwie noch einen Weg raus. Ja. Möglich. Vielleicht komme ich auch noch und rette euch. Vielleicht treffen wir uns ja in der Konstellation irgendwann nochmal. Das war sehr witzig. Und machen eine Rettungsaktion. Ja. Vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ja, freut mich. Das ist schön. Freue mich, dass ihr da wart. Die Musik war ganz hervorragend. Ich hatte sehr viel Spaß heute Abend und ich hoffe, ihr da draußen auch. Wann ist Beauty and the Bard das nächste Mal live auf Twitch? Morgen. Morgen Abend schon. Yes. 19 Uhr. Morgen ganz Abend, 19 Uhr. Und Liebe und Wünsche, genau. Guckbefehl von mir an Lurch und Lama. Ihr müsst da auf jeden Fall morgen zuschauen. Ja. Bei den beiden. Wir würden uns freuen. Ja, auf jeden Fall. Morgen, 19 Uhr, also Beauty and the Bard. Mittwoch, 19 Uhr, ist unser nächster Teil von unserem Pathfinder Let's Play. Die Reise nach Ilvarandin. Da ist Mariano wieder dabei, diesmal als ein Zwerg, der mehr aufs Kloppen spezialisiert ist. Kein Zwergenbarde, sondern ein Barbar. Ein Barbarde. Ein Barbarde, genau. Allerdings gerade vom Spinnengift gelähmt, so wie der Kleriker der Gruppe, während wir das letzte Mal ja gesehen haben, dass da offensichtlich eine weitere, sehr, sehr große Spinne wartet auf die beiden. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Am Donnerstag ist Dustin hier und redet mit euch über Virtual Tabletop und erzählt euch, wie ihr für euer Virtual Tabletop selber Tokens erstellt in einem Grafikbearbeitungsprogramm. Und am Freitag ist der nächste Klugscheißer-Stream, wo Karin und ich wieder hier sitzen
und euch erzählen etwas über die Inquisition. Und wie ihr sie ins Rollenspiel einbinden könnt. Ja. Und verbrennt sie! Verbrennt sie! Dann, du hast nach einem Instrument gegriffen, das freut mich. Mögt ihr uns noch was singen zum Abschied? Achso, können wir auch machen. Ich wollte nur das untermalen quasi ein bisschen. Ist wunderschön, aber ihr könntet noch was singen. Können wir gerne machen, ja. Was magst du denn noch zum Abschied? Genau, hast du einen Wunsch? Da es jetzt der Abschied ist und wir uns das letzte Mal dieses Lied gewünscht haben und der Stream danach weiterging, ein besonderer Wunsch für den Lurch, nämlich Gute Nacht, Freunde. Das kriegen wir hin. Okay, kann man machen, ja. Gute Nacht. Das ist auf eurer Liste. Lurchi. Ist es denn Lurchi oder wem sollen wir Gute Nacht sagen? Hm? Lurchi ist gut. Lurchi, Gute Nacht, okay. Lurchi ist hin. Das kriegen wir hin. Und dann verabschieden wir uns mit diesem großartigen Lied. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Stream. Es hat mega viel Spaß gemacht. Mir auch. Es war eine große Freude. Ich kippe dann wahrscheinlich irgendwie rückwärts ins Bett, aber das ist okay. Genau, es geht nämlich gleich morgen um 8 wieder im Theater weiter, ne? Ja! Yay! Yeah. Ich wusste ganz lange nicht, wie es ist, Fulltime-Streamer und einen Job gleichzeitig zu haben. Jetzt weiß ich es und es ist nicht witzig. Stimmt. Aber das ist man ja zum Glück nie lange. Weil als Künstler hat man ja nie lange einen Job. Yeah! Tja! Ah, okay. Für wahr. Auf geht's. Vielen Danke Dank. Ist gut, Leute? Ja. Gute Nacht, Lurchi. Es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag unterm Dach, für die Nacht hab Dank für den Platz an eurem Tisch, für das Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir stets zu dem euren stellt, als sei nichts selbstverständlicher auf dieser Welt. Gute Nacht, Lurchi, es wird Zeit für uns zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Hab Dank für die Zeit, die wir zusammen gespielt haben und für eure Geduld, wenn's mal mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm und wann ich geh, für die stets offene Tür, in der wir jetzt stehen. Gute Nacht, Lurchi, es wird Zeit für uns zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die ihr als steter Gast bei euch wohnt, hab Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt und ob sich's lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in eurem Chat das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Lurchi, es wird Zeit für uns zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Diesen Worten verabschieden wir uns von euch für heute. Wie immer traditionell bei Lurch und Lama mit dem alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, inshallah, macht's gut, habt einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschö mit euch.